Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hamburg und Hattingen gratulieren dem 1. FC Köln ganz herzlich zum nun auch rechnerisch feststehenden Klassenerhalt. Die 40 Punkte wurden nach nur 27 Spieltagen erreicht. Ich denke, eine Bilanz, die wir alle vor der Saison blind unterschrieben hätten und die wahrscheinlich auch in der Mannschaft für große Freude gesorgt hat und die man gar nicht hoch genug hängen kann angesichts der Tatsache, dass es sich hier um einen Relegationsteilnehmer aus dem vergangenen Saison handelt. Also insofern ganz herzlichen Glückwunsch, habt ihr toll gemacht, Jungs, wir gratulieren und werden mal schauen, ob jetzt noch nach oben vielleicht was geht. Aber das alles besprechen wir ganz in Ruhe, auch nachdem wir auf das Spiel gegen Dortmund und auf das Spiel gegen Union vorausgeblickt haben werden. Ja, und das mache ich natürlich einerseits mit dem inzwischen in der ganzen Stadt Leverkusen mit Platzverbot belegtem Ruhrpott-Tennis, dem Marco. Hallo Marco, grüß dich. Hi, moin, ja, hoffentlich nicht. Du bist noch in Lohn und Brot, das haben ein paar Hörer gefragt. Ich bin noch in Lohn und Brot. Es gab tatsächlich sehr böse Kommentare am nächsten Tag während des ersten Meetings hinsichtlich meines direkten Vorgesetzten, was für einen unfassbar schlechten Fußballgeschmack ich habe. Bin ich einfach übergangen und habe gefragt, wie Leverkusen am Wochenende gespielt hat. Ja, es sehr ist, gute Antwort. Also es ist Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Aber du hast ja gesehen an diesem kleinen Mädchen da, du bist nicht der einzige Papa, der Wert auf eine richtige Erziehung legt. Ich hab's wirklich hart gefeiert. Ich fand das echt süß. Auch weil er gerade halt auch Marius Wolf das Ziel ihrer Aggression war. Das passt schon perfekt. Ja. Also sehr. Shoutout an das kleine Mädchen. Falls dein Papa oder du uns hören, schreib uns mal, dann wirst du gerne hier in den Podcast eingeladen, als Ehrengästin sozusagen. So. Apropos Ehrengast, haben wir heute auch wieder, wie immer, einen spektakulären Gast dabei. Ihr kennt ihn auf Twitter als den @colonia95. Wir dürfen ihn Javier nennen. Moin, grüß dich, hi. Schönen guten Abend. Ich sag mal so, ich freue mich schon nächste Saison, wenn wir in Manchester oder in London wieder sind und die Stadt auseinandernehmen. Ja, auf jeden Fall. Müsste nur einer von denen sich für die Conference League qualifizieren. Ne? Genau. Manchester United, 6. Platz. Alles ja, ist drin. Ja, ist drin, auf jeden Fall. Und das Geile wäre ja auch, die würden das halt komplett nicht ernst nehmen und damit ihrer C11 auftreten und dann gewinnt sie vielleicht sogar noch gegen Manchester United. Ich muss an dieser Stelle auch mal wirklich sagen, ich beneide die Eintracht aus Frankfurt so hart. Ich beneide die seit 5 Jahren gefühlt. Ne? Stell dir vor, du wärst Eintracht-Fan. Hättest du einen Pokalsieg gegen die Bayern gesehen in den letzten 5 Jahren, hättest mit denen Europa gerockt und ganz knapp halt nur gegen Chelsea im Halbfinale ausgeschieden, hättest jetzt Betis Sevilla in der Nachspielzeit mit einem Kopfballtor in der Verlängerung rausgeköpft und darfst jetzt im Camp Nou in einem Pflichtspiel spielen. Also mein ewiger Neid sei der Eintracht aus Frankfurt durchaus gewiss. Und das voraussichtlich beides Mal vor ausverkauftem Haus. Ja, das kommt noch hinzu, genau. Ja. Gerade Camp Nou, da passen ja 100.000 Leute rein, ne? Davon wahrscheinlich 80.000 Frankfurter oder so. Und so ein paar verirrte Spanier, die halt da noch rein wollen. Ich weiß nicht, wie man in Barcelona diese Europa League so annimmt, ob das dort als einzige Chance wahrgenommen wird, einen Titel zu gewinnen diese Saison. Ich habe nämlich gelesen, dass das Ziel von Xavi sei, so rum. Der will den Titel gewinnen, ne? Deswegen wird es wohl ernst nehmen. Aber jo, ich beneide sie trotz allem und egal, wie es ausgeht. Ja, die Sache ist ja in Spanien, Europa League, gerade für Barcelona bei den Fans, ja eher weniger gewollt. Es waren wohl auch, haben sie gegen Gala gespielt? Da waren ja auch sehr, sehr viele Auswärtstickets zur Verfügung, aber das ist ja ein anderes Thema. Ja, definitiv. Und wir müssen ja auch gar nicht so weit weggucken, um neidisch zu werden, weil was unsere Mannschaft derzeit da auf dem Platz abreißt, ist ja auch ganz, ganz, ganz phänomenal. Selbst wenn es jetzt am Ende vielleicht nicht für Europa reichen sollte. Also allein dieses Spiel gegen Dortmund, es war ja sensationell. Die erste Halbzeit waren wir, glaube ich, spätestens seit dem 1-0 der Dortmunder die deutlich, deutlich bessere Mannschaft. Wir haben einen Champions-League-Teilnehmer und den zweiten der Bundesliga komplett an die Wand gespielt und die hätten sich auch nicht beschweren dürfen, aus dieser Halbzeit mit einem 2-1 oder so für uns halt rauszugehen. Und in der zweiten Halbzeit, okay, da hatten wir nicht mehr ganz so diesen Zugriff, aber wie wir da gekämpft haben, wie wir da gerackert haben, uns in jeden Schuss
geschmissen haben, wie Jan Thielmann einen 70-Meter-Sprint über den ganzen Platz macht und dabei dem Rainer noch irgendwie 20 Meter abnimmt und dann diese Grätsche bejubelt, als wenn er gerade ein Tor geschossen hätte. Also es macht mir schon sehr viel Freude, was ich da gerade auf dem Platz zu sehen bekomme. Das kann man tatsächlich nur unterschreiben. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte tatsächlich vor dem Dortmund-Spiel etwas Bammel, weil ja die Ausfälle sich dann irgendwie häuften. Also Schindler, Hector, Skiri, Obutz, Lemperle, Kainz. Das ist dann in Summe doch schon ganz schön heftig. Und wenn man sich dann auch die Bank anguckt, was da auf der Bank saß, das war dann auch nicht mehr so sonderlich viel. Ich meine, das hat sich nachher auch in den Einwechslungen tatsächlich bemerkbar gemacht, weil da saßen neben Isibue, Thielmann, Ostrak, Olesen, Timo Horn, Matthias Köbing als zweiter Torhüter, Aaron B., Chabot und Niklas Hauptmann. Und ehrlicherweise, wenn alle fit sind, sitzen da bis auf Chabot, Timo Horn, Thielmann, vielleicht Isibue noch und sonst sitzt da keiner. Dann spielen die nämlich in der zweiten Mannschaft oder sitzen auf der Tribüne. Yep. Das ist schon tatsächlich bezeichnend, ja. Und selbst Easy war ja letztens raus, als alle mal fit waren, ne? Selbst so, der hat es nicht auf die Bank geschafft. Ja. Genau. Ich hatte gar nicht so die Angst, weil ich mir dachte, das könnte so eine Jetzt-erst-recht-Stimmung entfachen. Meine Angst kam dann während des Spiels, als Dortmund relativ schnell 1-0 in Führung geht und zeitgleich bei uns quasi Benno Schmitz ausgewechselt werden musste. Deswegen ist ja nur dieses 1-0 gefallen, weil er nicht auf Position sein konnte. Und das hat dann Isibue eingewechselt wurde für ihn. Na, da weiß man ja nie so ganz genau, welchen Easy man jetzt kriegt. Der ist ja immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Und ich hatte halt Angst, dass er gegen diese ganzen Dortmunder Raketen da das Nachsehen haben würde. Aber das kann man an dieser Stelle mal vorwegnehmen. Also es war, finde ich, ein sehr solides Spiel von Easy. Überhaupt keine Blöße defensiv, nichts ankochen lassen. Hat auch eine geile Grätsche gemacht im Mittelfeld. Ich weiß leider gar nicht, gegen welchen Dortmunder. Hat einmal noch sehr gut im Strafraum geklärt. Ja, nach vorne, gut, war noch ein bisschen zurückgehalten, aber das sei ihm verziehen, weil er, glaube ich, erstmal Sicherheit kriegen wollte. Wie hat dir der Easy gefallen, Javi? Ich bin halt ehrlich, so letztes Jahr hätte der niemals so ein gutes Spiel gemacht, aber halt neuer Trainer Steffen Baumgart, was der aus dem jetzt rausgeholt hat, klar, er ist jetzt nicht, er ist Ersatzspieler, nimmt seine Rolle an und wenn er halt reinkommt, dann sah das halt jetzt gegen Dortmund sehr, sehr ordentlich aus. Da kann man echt wenig meckern. Ja, definitiv. Natürlich auch deshalb, weil ich das Gefühl habe, die ganze Mannschaft ist defensiv einfach jetzt griffiger als unter Markus Gisdol. Also wie oft sich auch zum Beispiel Kilian oder Hübers da in irgendwelche Zweikämpfe oder Schüsse reinwerfen oder so und dann auch mit den letzten Zentimetern ihres Körpers irgendwie ein Tor oder einen Einschlag verhindern. Das ist schon aller Ehren wert. Also auch letztes Jahr, du konntest der Mannschaft ja nie absprechen, dass sie den Willen hat. Das war ja nie das Problem unter Gisdol. Gewollt haben sie immer. Sie wussten ja nur nicht, wie sie ihren Willen irgendwie in Leistung auf dem Platz umsetzen können. Und da scheint Baumgart ihnen jetzt so klare Vorgaben zu machen, dass da halt so eine tolle Leistung wie die in der ersten Halbzeit gegen Dortmund bei rausspringt. Definitiv. Ich finde, da ist auch ein gutes Beispiel der Louis Schaub. Also ich hatte ja eigentlich auch die Hoffnung gehabt, dass er uns im Sommer vielleicht doch verlässt, auch aus natürlich Finanzgründen, aber er beweist es halt, ne? Also wenn er kommt, er macht gute Einsätze. Ja, definitiv. Wisst ihr, an wen mich die Entwicklung von Louis Schaub so ein bisschen erinnert? Thomas Broich im Aufstiegsjahr unter Christoph Daum. Der galt ja auch mal so als Schöngeist, so als ein bisschen Lebemann, irgendwie, ne, so alles spielerisch, Hacke, Spitze, 1, 2, 3. Aber auch unter Christoph Daum dann noch das Kämpfen gelernt, auf dieser linken Position der Raute damals. Und war dann so ein bisschen hier das Kampfschwein, was sogar mit einer eingefallenen Lunge noch spielen wollte. Und so ein bisschen nimmt, glaube ich, auch Louis Schaub gerade diese Entwicklung unter Steffen Baumgart. Also ich finde, kämpferisch konntest du ihm gar nichts vorwerfen in dem Spiel jetzt. Was du halt merkst, ist, dass er natürlich nicht so diesen Körperbau hat, um jetzt, sagen wir mal, Axel Witzel abzudrängen oder so. Da ist halt Sully vielleicht einen Schritt weiter, was das Körperliche angeht. Aber der Einsatz, den kannst du auf jeden Fall Louis Schaub überhaupt nicht absprechen. Das stimmt. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn mich aktuell tatsächlich was sehr freut, dann ist es einfach diese
diese mannschaftliche Geschlossenheit irgendwie. Also auch Schaub ist ja alles andere als ein Stammspieler. Jannes Horn auch alles andere als ein Stammspieler. Auch Duda und Uth sind keine klassischen Stammspieler. Und trotzdem hast du nicht das Gefühl, dass sich da einer massiv hängen lässt. Und irgendwie scheint Baumgart da tatsächlich den richtigen Weg zu finden zwischen, ich habe meine Stammelf, aber ich gebe jedem Spieler irgendwie das Gefühl, wichtig zu sein. Und man sieht das ja auch. Also man sieht, bestes Beispiel ist doch das Spiel gegen Leverkusen. Kingsley Schindler. Also ich glaube, wenn der letztes Jahr im Sommer gegangen wäre, dann hätte keiner von uns dem eine Träne nachgeheult. Aber der knipst uns mal eiskalt zum Sieg gegen den kleinen Vorstadtclub. Und das ist schon gut. Und wir werden ja auch später auf das 1:1 kommen. Ich meine, dass genau Sebastian Andersson das Tor macht, ist ja auch nicht, kommt ja auch nicht von ungefähr. Ich weiß nicht, ob Sebastian Andersson unter Markus Gisdol in der aktuellen Form gespielt hätte. Ich weiß gar nicht, wer unter Gisdol gespielt hätte. Modest-Fan war er ja auch nie, bei keinem Verein irgendwie, weder in Hoffenheim noch bei uns. Der hätte bestimmt dann mit Duda vorne drin gespielt irgendwie und dann hilft der liebe Gott. Also Andersson so. Wäre unter Gisdol bestimmt jedes Spiel da gewesen, nur Modest wäre halt weg gewesen. Das glaube ich auch. Und ja. Da muss man auch sagen, ohne Modest wäre das Tor ja auch nicht gefallen. Ne? Also Das Tor war so ein Ding, das ist das 1-1 der Kölner, wo du sehen kannst, wie so ein Zwei-Stürmer-System funktionieren kann. Also da war ja erstmal schon diese schöne Vorarbeit von Sully, der erstmal da im Dortmunder Mittelfeld spazieren geht mit dem Ball. Dann überlegt er kurz, ob er abdrehen soll und zurückspielen soll, aber sieht dann eben doch, dass Jannes Horn auf der linken Seite anspielbar ist, spielt den an und man muss halt auch ehrlicherweise sagen, der hat vorher einige schlechte Flanken geschlagen, der Jannes. Macht aber hier dann eine sehr schöne Flanke. Die findet halt dann einfach Modest im Strafraum. Und der weiß eben auch, wie er so einen Ball verlängern muss. Und dann ist halt dieses Stürmergehen bei Andersson insofern vorhanden, als dass er diesen Weg zum langen Pfosten macht und durchrennt. Das ist vielleicht das, was ihn unterscheidet von, ja, zum Beispiel Jan Thielmann, den ich jetzt eher in der Startelf gesehen hätte vor dem Spiel. Weil vielleicht Thielmann, ne, dem kannst du halt überhaupt nichts vorwerfen. Der hat riesengroßen Einsatz, der hat Fleiß und so. Hat aber, glaube ich, noch nicht so diesen Riecher, dass er diesen Weg an den langen Pfosten dann macht. Das wäre dann so das, was er noch lernen müsste. Wobei ich aber auch sage, bei so vielen Ausfällen hätte ich schon gut gefunden, wenn Thielmann da irgendwie einen Platz in der ersten Elf gefunden hätte. Ich finde halt, also das war jetzt wirklich so das erste Mal, dass ich wahrgenommen habe, dass Modest und Andersson sich halt nicht die Bälle auch weggenommen haben. Und wenn das halt funktioniert, dass du das wirklich hinbekommst, dass die sich beide auch die Bälle auch zuspielen, wie halt Modest mit der Kopfballverlängerung auf Andersson, dann ist das halt Gold wert, weil wir halt eine so große Luftdominanz haben dann im Strafraum. Da ist halt dann das Problem mit Thielmann, der ist halt jetzt auch nicht der Größte. Deswegen kann ich es halt auch verstehen, wenn du sagst, okay, das klappt, wir sehen die Ansätze und dann sehen wir halt, dass Hummels nicht spielt, stattdessen dann Emre Can, dann kannst du halt schon einen Andersson da reinstellen, weil die Körperlichkeit von Jan Thielmann gegen Akanji und Can, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut gegangen wäre. Man kann ja auch Thielmann und die beiden Kleiderschränke bringen, ne? Also ich gebe es ja zu, Marc Uth hat mich in diesem Spiel an den Rand des Wahnsinns gebracht. Ich glaube sogar, er hat die meisten Zweikämpfe gewonnen auf dem Platz. Ne? Also ich will ihm gar nicht eine schlechte Leistung attestieren. Aber dass er halt immer einen Kontakt zu viel gemacht hat. Immer. Der hatte so gute Chancen. Und allein diese Szene, wo er quasi alleine auf Kobel zuläuft. Und da macht er diesen einen Kontakt zu viel. Und dann wird der Ball zu lang und der Kobel kommt noch dran. Eine andere Szene, wo er von rechts vollkommen frei in den Strafraum drängen kann. Und auch wieder den einen Kontakt zu viel machen, den Moment für das Abspiel verpasst. Dann trifft er einmal nur das Außennetz. Oh, das hat mich in den Wahnsinn getrieben. Und das muss ich überhaupt mal anmerken an dieser Stelle. Unsere zweite Reihe hat einfach zu wenig Torgefahr im Moment. Und das ist halt, wenn du siehst, da spielt André Duda und da spielt Marc Uth, das ist zu wenig von den beiden. Ich glaube, Duda hat noch keinen einzigen Assist in dieser Saison. Das heißt, du musst dir vor Augen führen, Kingsley Schindler ist effektiver als André Duda und Marc Uth auf die Minuten gerechnet, die er gespielt hat. Tim Lemperl ist effektiver als die beiden. Und das finde ich halt für das, was die beiden so als Standing mitbringen, an Erfahrung mitbringen und auch, glaube ich, hier so im Gehalt wiederfinden, finde ich ein bisschen zu wenig von den beiden. Ja, stimmt, gebe ich dir recht. Es ist in Summe fehlt mir auch diese Durchschlagskraft
aus der offensiven Reihe. Da bin ich komplett bei dir. Also das finde ich auch aktuell ein bisschen. Da waren wir letztes Jahr stärker. Da war auch du da stärker letztes Jahr irgendwie, ne? Also allein, wenn wir an dieses Augsburg-Spiel denken oder so. Aber jetzt hat er 2 Tore und halt 0 Assists. Das ist halt echt wenig für einen Mann seiner Klasse in 27 Spielen. Und immerhin 3 Tore, 3 Assists in 23 Spielen. Also ist okay, ne? Aber jo, sag mal so. 2 Tore haben auch zum Beispiel, hat auch zum Beispiel Tim Lemperle schon. Also, ja. Ja, die Frage ist ja auch bei Uth, er hatte ja Anfang des Jahres, meine ich, ist er ja ausgefallen wegen Corona, ne? War ja offiziell krank. Also er hat 23 von 27 Spielen gemacht. Ja, aber was ich jetzt meine, ist halt jetzt in den letzten Spielen war er halt eher etwas schwächer, dass es vielleicht da noch ein paar Probleme gibt, aber das sollte ja eigentlich bei einem Mann seines Kalibers. Na, man weiß es nicht, ob das ihn nicht dann doch eher stärker mitnimmt. Ja, vielleicht. Das und halt Schalke, das habe ich schon mal hier gesagt. Anscheinend hat ein Jahr Schalke so viele Spuren hinterlassen bei ihm, auch fitnessmäßig und so, dass er noch nicht ganz da ist, wo er sein müsste. Und deswegen auch bei Steffen Baumgart ab und zu mal rausrotiert, ne? Und nicht so dieser ganz gesetzte Spielmacher ist, der er sein kann. Ich finde ja immer noch, im Pokalspiel gegen Stuttgart hat er uns das Ding gewonnen. Mehr noch als Modest. Ja, aber das ist halt immer noch ein bisschen wenig. Ich sehe gerade, er hat jetzt im Leverkusen-Spiel wegen Corona ist er ausgefallen. Ja, und davor war nur eine Erkältung, war anscheinend okay. Kein Corona. Ja. Okay. Also Erkältung kann auch sein, dass es halt Corona war und es nur nicht kommuniziert wurde, weiß man nicht so genau. Ne? Ist immerhin 2 Spiele ausgefallen, was jetzt mit einer Erkältung auch viel wäre. Aber gut, andererseits weiß ich nicht, ob man es 2-mal hat innerhalb von 11 Spieltagen, wäre auch krass. Dann kann es auch sein, dass dafür ein bisschen mehr Spuren hinterlässt. Ich weiß es nicht. Aber er hat ja 84 Minuten gespielt jetzt gegen Dortmund. Also er schien ja fit zu sein. Daran schien es ja nicht zu liegen. Und wie gesagt, ich will es nochmal betonen, er hat auch die meisten Zweikämpfe gewonnen auf dem Platz. Ne? Und das ist auch aller Ehren wert. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Das ist tatsächlich, ich finde, das habe ich so ein bisschen bei André Duda. André Duda macht dann auch immer den Kopf nach unten und läuft. Boah, kriege ich ja Wutanfälle, ne? Denke ich mir immer, Junge, nimm doch den Kopf hoch, dann siehst du doch auch, wenn der Gegenspieler direkt vor dir steht. Und ich finde, den Unterschied zu Marc Uth ist aber aktuell, dass Marc Uth zumindest, also als er da an Kobel vorbei ist und sich diesen Mühe zu weit vorlegt, das ist aber auch schwierig, weil ich glaube, es war Akanji, da er noch vor ihm steht. Das heißt, er muss an Akanji vorbei und dann kommt direkt Kobel. Also den musst du in der Situation direkt nehmen. Also er hatte ja die Option, schon, ja, den direkt zu nehmen, anstatt den. Ich glaube, er war vielleicht überrascht, dass er ihn. Dass er den direkt, bekommt, dass er ihn genau, durchgesteckt er direkt, bekommt. Ja, ja, dass er den direkt am Fuß hat. Ja, ich glaube, der erste Kontakt war auch sein rechter Fuß, oder? Ja. Ich glaube, dass er sich deswegen nochmal vorlegen wollte auf den Starken, ist mein Eindruck. Ja. Das ist halt, finde ich, immer so ein Problem, wenn Bundesligaspieler sich nicht trauen, mit dem schwächeren Fuß abzuschließen. Da müsste man halt schon dran arbeiten als Bundesliga-Profi, dass man da irgendwie auch mit beiden Beinen was hinkriegt. Vor allem in so einer Situation. Also klar, außerhalb des 16ers, 20 Meter kann man es ja irgendwie noch nachvollziehen, dass du den auf dem stärkeren haben möchtest. Aber sobald es halt in den 16er geht, dann nimm bitte einfach den Fuß, den du da gerade hast. Und es sollte ja jetzt nicht schwer sein, auch mal mit dem schwächeren zu schießen. Das kriegen die ja hin. Ja, so ist das. Aber leider tatsächlich letzte Torbeteiligung gegen Red Bull Leipzig am 22. Spieltag. Also auch schon ein bisschen her durchaus. Ich gebe es auch zu, ich habe mir zwischendurch gewünscht, dass Schindler zur Verfügung stehen würde. Ist nicht, weil ich sage, das ist der bessere Fußballer oder so. Das glaube ich jetzt eher nicht. Aber weil der einfach direkter spielt, ne? Weil der ein bisschen mehr Zug hat zum Tor. Und das ist so eine Aussage, die ich auch in meinem Lebtag nie gedacht habe. Ich hätte mir gewünscht, dass Schindler spielt, damit Marc Uth irgendwie von der Bank kommen kann oder so. Also das, ja, überrascht mich selber gerade ein bisschen, dass ich so gedacht habe. Aber der Gedanke kam mir. Aber was wir auch noch erwähnen sollten, bevor wir das irgendwie vergessen oder bevor das untergeht oder so. Boah, Sully, was für ein Spiel von Sully Özcan. Zum wiederholten Mal, ne? Zum wiederholten Mal. Ich finde aber, das war sogar das Beste der Saison. Da würde ich mir aus dem Fenster legen.
mit was für einer Dominanz der allein diese Sechs bekleidet hat, ne, teilweise, bis dann irgendwann mal Odesen später eingewechselt wurde. Also der hat ja alleine gegen dieses Dortmunder Wundermittelfeld mit Jude Bellingham und Axel Witzel und wer da alles rumgespielt hat, Reyna und weiß ich nicht, hast nicht gesehen, hat er alleine da quasi die Fäden gezogen, hat alleine auch diese erste Halbzeit immer initiiert, diese ganzen Vorwärtsbewegungen, hat so oft noch so entscheidende Zweikämpfe gewonnen und hat sich nicht mal von seiner gelben Karte da irgendwie in Gefahr bringen lassen, gelb-rot zu sehen. Das hatte ich noch zwischendurch befürchtet, dass er jetzt irgendwie, weil er so oft in Zweikämpfe verwickelt wurde, vielleicht die gelb-rote Karte ein Thema werden würde. Wir konnten ihn ja auch nicht auswechseln, weil wir keinen gehabt hätten, der diese Position hätte spielen können nach den ganzen Ausfällen. Hat er aber total clever und cool gemacht, extremst körperlich robust. Und diese eine Szene, wo er dann Bellingham quasi da so ein bisschen abläuft, der sich da gefoult wähnt, aber der Schiedsrichter sagt, komm hier, Junge, war nix, weiterspielen. Ne? Also schon ganz geil, mega geil. Und vor allem er nimmt ja Bellingham da 3 Meter ab. Ne? Mhm. Also was man auch nicht denken würde, dass er schneller ist. Ja, also Bellingham ist jetzt auch kein langsamer Spieler, also ist jetzt nicht Fabian Klos oder wer auch immer, aber das ist schon stark. Und nochmal, allein diese Szene vor dem 1-1, mit welchem Selbstbewusstsein er sich den Ball da an. Mit welcher Gelassenheit vor allem. Bellingham, was auch Bellingham vorbeilegt. Ja. Bellingham vorbeilegt. Jetzt, wie gesagt, auch sicherlich nicht der schlechteste Bundesligaspieler. Da das Auge für Jannes Horn hat. Und das schon sehr, sehr, sehr stark. Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, wenn Sali die nächsten Spiele so weiterspielt. Bis Saisonende ist Sali Özcan der nächste Nationalspieler beim FC. Wenn er sich denn für den DFB entscheiden sollte. Ja. Also er hat ja eh die Auswahl, aber vor allem, was ich ja eher sehe, ist, wenn er halt weiter so gute Leistungen zeigt, vielleicht verlässt uns nicht nur Skiri im Sommer. Also er ist auf jeden Fall attraktiv geworden. Ja. Er hat zwar letztes Jahr seinen Vertrag verlängert, aber wenn wir jetzt wirklich nicht international spielen sollten, dann ist er auf jeden Fall Kandidat für jemanden, der international spielt. Ja, ich glaube aber, der ist ja doch sehr mit der Stadt Köln verwurzelt. Der weiß, dass der Steffen Baumgart viel zu verdanken hat von der jetzigen Entwicklung. Wir gehen davon aus, dass Steffen Baumgart nächstes Jahr noch Trainer bei uns ist. Ne? Das ist, glaube ich, schon wichtig. Also sollte Baumgart aus irgendwelchen Gründen uns verlassen, dann weiß ich nicht, was so ein Sully dann machen würde. Weil ich auch nicht weiß, ob der seinen jetzigen Trend beibehalten kann, wenn da ein Trainer kommt, der jetzt vielleicht so, weiß ich nicht, so Markus Weinziel-mäßig 3 Sätze mit dir spricht pro Woche und dir nicht sein Selbstvertrauen immer wieder einflößt quasi. Also das ist schon auch viel Steffen Baumgart, was ich da in Sully sehe. Und ich weiß nicht, wie das jetzt unter so einem, ne, eben Weinziel oder Magath oder so, so Trainer, die nicht mit dir reden, die dich nicht ständig bestärken und stützen und so, ob er da auch diese Leistung so zeigen würde. Vielleicht ist er inzwischen auch gereift genug als Spielertyp, dass er sagt, das ist jetzt selbstverständlich für mich, ohne externe Motivation diese Leistung zu zeigen. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, wie gesagt, dass er in Köln verwurzelt ist und dass er mit Baumgart da auch einen totalen Fürsprecher hat, das zu schätzen weiß und nicht direkt nach 20 starken Spielen jetzt irgendwie nach, was weiß ich, Leverkusen geht. Ich glaube auch, dass es ihm gut tun würde, dann diese Saison nochmal zu bekräftigen, beziehungsweise nochmal zu zeigen, dass das jetzt nicht, ich sage jetzt mal vorsichtig, nicht nur 20 gute Spiele sind, sondern dann vielleicht 20 plus 34 oder 20 plus 30. Weil du hast ja ganz oft so Spieler, die dann vielleicht 15, 20 gute Spiele mal machen und dann komplett wieder abtauchen. Und ich glaube halt tatsächlich, die 6 ist tatsächlich dafür eine Position, die in den Vereinen, die um die Top 6 spielen, sicherlich vielleicht auch anders nochmal von der Klasse her besetzt werden können und müssen. Und da meine ich gar nicht gegenüber Sali, sondern vielleicht einfach, dass die Vereine da ein noch mehr Potenzial reinlegen wollen. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sali sagt, okay, ich gehe nach Dortmund und bin Zweiter, Dritter, Sechser. Weil das glaube ich nicht. Nee, definitiv nicht. Nee. Weil der spielen muss er jetzt. Ja, wobei, das Schlimme ist ja, Dortmund hat keinen guten Sechser.
Ja, aber. Der könnte sogar gesetzt sein, wenn es doof läuft. Also für uns doof läuft, für ihn gut läuft. Ja, oh, gut. Axel Witzel ist jetzt ja, ne, auch 100 ja. Jahre alt, also weiß nicht. Ja, gut, aber da weiß ja auch keiner, wen sich Dortmund da nächstes Jahr vielleicht angelt. Stimmt. Also das ist ja auch immer. Ja. Genau, noch eine Statistik. Er hat ja nicht nur diese ganzen kämpferischen Konnotationen reingebracht, er hat auch eine 80-prozentige Passquote. Ne? Das ist ja der große Vorteil, dass er seine Jugend immer auf dieser offensiven 10 verbracht hat. Dadurch hat er halt auch gelernt, diese tödlichen Pässe zu spielen. Und mal zum Vergleich, ne, dieses englische Wunderkind Jude Bellingham hat in Anführungsstrichen nur 78%. Ne? Also selbst da war noch ein kleines Mühchen besser als Bellingham. Das finde ich schon eine beeindruckende Statistik dann. Und da waren jetzt auch nicht nur Pässe nach hinten bei, immer zurück zum Innenverteidiger oder so. Ne? Das waren ja auch teilweise Risikopässe oder Steckpässe oder so. Da hat er ja einiges initiiert, so als vorletzter Passgeber oder sowas. Also wirklich unfassbar stark. Ich würde ihm wünschen, dass er irgendwann mal Nationalspieler wird. Ich bin ganz froh, dass er jetzt nicht eingeladen wurde, aus ganz egoistischen Gründen. Wir sehen ja, Hector fällt aus, Jovicic fällt aus, Giri ist verletzt und trotzdem bei der Nationalmannschaft in Tunesien. Bei hier Hector und Jovicic ist ja Corona. Da weißt du nie so ganz genau, wann kommen die wieder. Sind die schon richtig belastbar danach nach einer Infektion? Haben die irgendwelche Langzeitsymptome oder sowas? Und jetzt stelle ich mir vor, dass Sully irgendwie in der 89. gegen Israel eingewechselt wird, um sich festzuspielen. Und dann kommt irgendwie, weiß ich nicht, Al-Mokhon oder so und bricht dem beide Beine. Ich weiß gar nicht, ob Al-Mokhon noch spielt für Israel, keine Ahnung. Aber irgendwer kommt halt und der tut sich da irgendwie unglücklich weh. Wir denken alle an Skiri, der mit Tunesien gegen, was für ein Land war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Ja, irgendwas Kleines. Ja, irgend so ein Piffland, weiß ich auch nicht. Gegen Eritrea oder so, da schwer verletzt hat. Also, traue ich nicht, da bin ich ganz froh, dass der im Geißbockheim ist und sich hier ein bisschen regenerieren kann, keine Reisestrapazen hat, weiter auch ein bisschen mit den Jungs arbeiten kann, die hier sind, sich da ein bisschen weiter eingrooven kann. Ja, und da bin ich ganz happy, dass der noch nicht nominiert wurde. Naja, er muss sich ja eh noch entscheiden, oder? Mhm, ja, ja. Ja, ja, ja. Was glaubt ihr? Ja, das ist halt die Frage, was du willst. Ne? Ganz ehrlich, der wird in Deutschland kein Stammspieler sein. Glaube ich halt nicht. Also bei aller Qualität, es ist halt nur ein Spieler vom 1. FC Köln. Das heißt, du hast automatisch weniger Lobby, als wenn du jetzt Bankdrücker bei Paris Saint-Germain bist. Liebe Grüße an Julian Draxler. Thilo Kehrer. Ja, Julian Weigel gibt es ja auch noch. Julian Weigel, ja, ja, ja. Dann ich weiß nicht, wie lange Gündogan noch spielen wird, aber der ist ja auch gesetzt bei Manchester City, ne, auf dieser Position. Kimmich und Goretzka kommen ja auch mal irgendwann wieder richtig fit zurück bei den Bayern. Also gerade Goretzka ist ja auch vom Spielertyp her sehr ähnlich wie Sully. Und deswegen glaube ich, ja, vielleicht schafft das in den Kader, aber der wird nur spielen, wenn so ein Freak-Ding passiert wie bei Christoph Kramer, dass irgendwie alle vorher ausfallen, sich verletzen oder so. In der Türkei bist du halt natürlich der Superstar. Ne? Also da, keine Ahnung, wer bei denen auf der 6 spielt, weiß ich jetzt nicht. Habe ich auch nicht recherchiert. Aber da hast du natürlich viel bessere Chancen zu spielen, weil die registrieren ja auch, dass du Stammspieler in einem deutschen Verein bist. Das ist ja schon nochmal ein Tacken mehr, als wenn du in der Super League irgendwie beim Tabellen-6. oder 7. da Stammspieler bist. Ich weiß aber zum Beispiel gar nicht, für welches Land sein Herz schlägt. Ne? Also der ist ja hier in Deutschland geboren. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie gut spricht der Türkisch. Sprechen die zu Hause Türkisch? Doch, das kann er. Das weiß ich zum Beispiel nicht. Ja. Ja. Das hat man damals bei der FC-Doku mal gesehen, da hatten sie ihn mal durch Ehrenfeld begleitet. Ja. Also ja. Er ist auf jeden Fall tief verwurzelt auch mit seiner Herkunft. Ja, aber die Frage ist ja auch, also ich meine, Sully hat alle Nationalmannschaften des DFB, also Jugend, Junioren, Nationalmannschaft des DFB durchlaufen. Ja. Ist Europameister geworden mit der U21. Genau, also ich glaube schon, also man muss das auch vielleicht mal aus Spielersicht sehen. Wo hast du, also ich sag mal, wo gibt es deiner Karriere mehr Kick? Wenn du sagst, ich bin türkischer Nationalmannschaftsspieler oder deutscher. Und ich glaube halt, das ist der Punkt. Und weil wenn du Nationalspieler wirst, oder die Chance hast, es zu werden, dann willst du doch da auch erfolgreich sein. Also du willst dich aber halt auch zeigen. Und das ist ja dann eher das Problem, dass du dich in der deutschen Nationalmannschaft jetzt vielleicht nicht unbedingt so präsentieren kannst, weil du halt sehr, sehr viel Konkurrenz auf deiner Position hast. Und du hast halt in der Türkei halt den Vorteil, er kennt den Trainer. Ist halt der Kunz.
Ach so, stimmt, Steffen Naja, Kunz. klar, Steffen Ja, Kroos okay, könnte stimmt, sein alter Trainer, genau. hatte ich ehrlicherweise gerade nicht Ja. auf dem Schirm. Stimmt, du hast recht. Ja, okay. Weil Ja, natürlich gut, davon halt auch ausgehen muss, ein in der Teil. Türkei ist ja die Halbwertszeit jetzt vielleicht auch nicht so groß, also von dem Trainer. Ich Ja, weiß nicht, wie stimmt. lange der Trainer bleiben wird, keine Ahnung. Ja, das ist halt genau die Frage. Willst du mit Deutschland vielleicht mehr einen Titel gewinnen, aber 5 Minuten gespielt haben im Turnier, so irgendwie in einer Einwechslung in der Vorrunde irgendwann? Oder bist du halt vielleicht das Herz der Mannschaft und spielst dann, ne? Ich sag mal so, Kevin Großkreuz kann auch sagen, ich bin Weltmeister, Ja, ne? und hier Dingens, Oder hier, wie der heißt er? Durm. Außenverteidiger, wer ist er noch gleich von Durm. Dortmund? Durm. Durm, genau. Kann es auch behaupten, aber Ey, fühlen die ganz sich wirklich ehrlich. als Weltmeister? Ja, Oder? das klar. Alter, würde sagen, wie ich würde durch die, ich würde mir so mein Auto bekleben. Fußball-Weltmeister XXXXX. Ja, ich jetzt Ja, mich nicht. selbstverständlich. Ich würde mich Ja, selbst als was? Poldi nicht als Weltmeister fühlen, weil ich nach der Vorrunde kein Spiel mehr gemacht habe. Also. Ja, doch. Doch, 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 doch. Und was ich mich ja auch frage bei Sully, oder generell bei türkischen Nationen oder bei Spielern mit doppelter Staatsbürgerschaft, ne, die türkisch und deutsch aufgezogen sind, ob da diese Causa Özil, dieser Umgang mit Özil in der deutschen Öffentlichkeit, der natürlich rassistische Hintergründe oder Motivationen hat beim deutschen Manfred mit der Bratwurst in der Hand, der halt einen türkischen Spieler oder einen Spieler mit türkischem Migrationshintergrund einfach nicht so als deutsch Nationalspieler akzeptiert wie jetzt ein Thomas Müller, obwohl vielleicht Özil sogar der bessere Fußballer war, ne? Ob das auch für so Jungs oder vielleicht für das Umfeld oder so eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Ich kann mir das schon vorstellen, dass der DFB da irgendwie mal ein bisschen was draus gelernt hat. Nee, Ja. nein. Das Das glaube ich passiert halt auch mit nicht. genau dasselbe, passiert nämlich gerade wieder mit Leroy Sané. Der ist jetzt kein Boah, ich kriege das türkischer gar nicht Background. mit. Ich bin komplett raus aus der Nationalmannschaft. Genau das passiert wieder. Das ist wieder dasselbe Vorwurf über Özil. Oh, der spielt immer alles so locker und der nimmt das alles nicht ernst. Das ist ein begnadeter Fußballer, der in seinen jungen Jahren Stammspieler bei Manchester City und bei den Bayern ist oder war. Super geiler Spieler. Wenn der halt Thomas Müller heißen würde oder was weiß ich, Marco Fritz oder so, blonde Haare hätte, würden alle im Trikot rumlaufen, weil er halt aber, ne, einfach eine andere Hautfarbe, als man das so als standardmäßig hier gewohnt ist, wird ja sofort wieder mit Ressentiments belegt, sofort wieder negativ gesehen. Und das finde ich ist ein total auffälliger Trend. Kannst du bei Boateng zum Beispiel auch ein bisschen, also bei Kevin Prinz Boateng so ein bisschen sehen. Der war jetzt nicht deutscher Nationalspieler, aber der wurde immer so irgendwie als Rowdy wahrgenommen oder so. Und das hat für mich schon auch was mit dem Background zu tun. Also wenn Das wir Thomas jetzt Müller auch. ist ja völlig unkritisch, ne? Den nimmt ja niemand irgendwie kritisch wahr außerhalb unserer Schlimm, Podcast-Bubble schlimm. hier. Ja. Da gäbe es ja viel mehr Anlass für Kritik an Ja, dem zu Recht. Fuzzi. Ja. Oder Joshua Kimmich. Stell dir vor, so ein Özil wäre in diese Impfdebatte Ja, reingegangen. Das wäre ganz anders gelaufen. das stimmt schon. Ist aber, also wenn wir jetzt in dem Bereich bleiben, Nationalelf und Spieler, ist da nicht auch in Deutschland eher das Problem, dass Nationalspieler, die im Ausland spielen, schwächer wahrgenommen werden, Ja. weil ein Toni Kroos, was der bei Madrid für ein Niveau spielt, das ist unfassbar seit Jahren. Aber in den deutschen Medien wird er halt eher so als, ja gut, ne, spielt halt nicht bei Bayern. Ja, das stimmt. Ja, Toni ja, Fehlpass, ja. ne? Ja. Ja, Rückpass, Toni. Ja, ich, ja, Rückpass, Toni. aber das stimmt, aber das ist, ja, das ist, aber ich meine jetzt mal ganz so eine Scheiß. Sagt mir mal bitte, welche Spiele von irgendwelchen deutschen Nationalspielern, die außerhalb von Deutschland spielen, habt ihr in den letzten Jahren gesehen? Ich habe El Clasico geguckt am Wochenende. War geil. Aber nicht Toni Kroos, beste Leistung. Er wurde nämlich Ja, aber ne, ausgewechselt. also ja, aber also genau, aber habt ich kann nicht sagen, dass ich Julian Draxler, Tino Kehrer, Ja gut, die Gündogan oder spielen wen ja auch auch beide immer, nicht, ne? ja, aber die nehme ich nicht wahr. Weil, Ja, wenn's, also, weil, aber jetzt, das hat aber auch was mit dem Fußballkonsum zu tun. Weil ich glaube nicht, dass der Nationalmannschaftsfan, um das jetzt mal so zu gucken, jetzt über den Tellerrand hinausschaut und die Bundesliga guckt, die zweite Liga guckt, englische Liga guckt, französische Liga guckt, portugiesische Liga guckt, wo Weigl zum Beispiel spielt und was auch immer guckt. Das guckt doch keiner. Das Was? stimmt. Die sind doch super interessant, die portugiesische Liga. Ja, das, Ja. aber das guckt doch nicht der Manfred 33. Das gucken Das wir ja war nicht mal als Podcast-Freaks. so Aber sieht's aus. Ja gut, ich gucke ja auch kein Ingolstadt gegen 1860. ja, du hast den Fußball ja Nicht? auch nie geliebt, Marco. Du hast den Fußball nie Ja, geliebt. das ist richtig. Das, Axel setzt nee, sich da aber. mit einem Bier hin und schaut sich das komplett an 90 Minuten.
Ja, ich habe es ja kann auch er sich nur Dennis hingucken? Ja, klar. Also, ja, aber nur wenn es um was geht, nicht wenn es jetzt am 12. Spieltag ist. Ah, ja, das ist klar, halt der ja, 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 ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich finde das beste Beispiel für deine These, Marco, ist Antonio Rüdiger. Ja, genau. Den hat keiner auf dem Schirm bei uns, ne? Der ist gesetzter Innenverteidiger bei Chelsea. Das ist, oder du kannst auch Marc-André ter Stegen mit reinnehmen, ne? Gesetzter Torwart bei Barcelona. Das hätten wir uns vor 5, 6 Jahren nicht ausmalen können, dass ein deutscher Stammspieler wird bei irgendeinem so riesengroßen englischen oder spanischen Verein. Jetzt ist es halt normal und kein Mensch nimmt das irgendwie wahr. Also selbst wenn du jetzt so an deutsche Innenverteidiger denkst, fällt dir wahrscheinlich eher Mats Hummels ein als Antonio Rüdiger. Ja. Ja, klar. Ja, und, ist richtig. Und, ich glaube halt, dass der Nationalmannschaftsfan das gar nicht juckt. Der kennt halt nur den Thomas Müller, das ist ja so ein... Ja, aber bei Leroy Sané finde ich, oder Sané, wie man jetzt ausgesprochen wird, greift die Argumentation nicht, weil der spielt ja bei den Bayern, wird für mich aber trotzdem immer deutlich kritischer gesehen als zum Beispiel Thomas Müller oder Kimmich oder so. In seinen ja, aber er hat halt auch einen anderen Werdegang, ne? Also so ein Thomas Müller, das ist halt so der klassische, ja, der lebt doch auf dem Land, ist bodenständig, und der Sané ist halt dann eher so, ist von Schalke nach City gegangen, hat sich seinen Rücken komplett tätowieren lassen. Mit seinem eigenen Bild, ne? Mit seinem eigenen selber Bild. Drauf. Würde ja. Ich auch mal lassen. Jet Set Lifestyle ist halt dann nochmal was ganz anderes. Ja. Trägt übergroß, ah nee, das war Gnabry mit der übergroßen Weste. Ja. Hat der die? Ach, den hab ich nicht gesehen, ne? Aber das stimmt, der ist dem Deutschen so ein bisschen zu flashy, das kann natürlich ja sein. Ja, ja, genau. Ja. Das ist dann tatsächlich dieses Allmann-Ding, ne? Mhm. Also, der kommt da nicht mit dem Trainingsanzug von der Nationalmannschaft hin, ne? Das sind einfach von dem hippe Sponsor. Kerle, ne? Ja. Also, das sind dann einfach so hippe Kerle, die dann, oh Mann, dann ist mir auch völlig egal, was die anziehen. Von mir aus können die dann anziehen, worauf sie Bock haben. Ja. Aber das ist, ne, der da zur Nationalmannschaft hingeht, den interessiert das vielleicht schon. Ja, allein diese ganzen Boomer-Kommentare über die Schuhe von Jude Bellingham jetzt, ne? Da haben sich, ich habe in so vielen Podcasts jetzt gehört, die Schuhe, die waren ja bei Joe hässlich. Was für Schuhe? Ja, der hat doch auf dem Platz seine Schuhe gewechselt, der Bellingham. Oh, das hat mich so aufgeregt. Aber warum hat der, das ist die Frage für mich, warum hat der Arsch nicht draußen gemacht? Ja, natürlich, vor allem, warum hat eine andere Geschichte nicht rausgeschickt? Ja. Stand's ja. Wie stand es da? 1-0 noch, 1-1. Ne? Nee, das war in der zweiten Halbzeit. 1-1. Ja, dann macht es ja noch weniger Sinn für ihn, dass er da irgendwie auf Zeit gehen wollte oder so. Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber das ist ja nicht das Ding. Darüber kann man sich ja beschweren, dass er da halt einfach unfassbar viel Zeit vergeudet hat. Aber wie man da über die Schuhe irgendwie so Boomer-Kommentare machen kann, das habe ich halt nicht verstanden. Kann einem doch scheißegal sein, welche Schuhe der trägt, der Junge. Ist ein geiler Fußballer, ein geiler Kicker. Hätte ich gern bei uns. Werden wir nie erleben, dass der bei uns spielt. Außer er hat nur 3 Kreuzbandrisse. Aber wird er auch nicht haben. so gehört ihm natürlich nicht, dass er das hat. Also, ja, geiler Typ, aber alle reden über seine Schuhe. Das ist vielleicht auch wirklich so ein Allmann-Ding, das stimmt. Die Sorgen hätte aber Sully nicht, weil der verkörpert ja diese klassischen, ich sag mal jetzt, deutschen Tugenden, ne? So eher erdigen, kernigen, brutalen Fußball, so kämpfen, rackern, Blut, Schweiß und Tränen, so. Das kann er ja schon sehr gut. Also vielleicht ist er dann sogar doch Volkes Liebling, ich weiß es nicht. Wenn er das in der Nationalmannschaft so zeigen könnte, wie er es bei uns zeigt. Ja, also zumindest sehe ich Sully nicht als so den Bling-Bling-Boy. Nein, überhaupt nicht. Also der ist ja eher der bodenständige Typ. Und ja, also wie gesagt, noch lange bei seinen Eltern gewohnt. Ja, genau. Ja. Es wird mich für ihn einfach unfassbar freuen, wenn sein Weg, den er auch bei uns hier eingeschlagen hat und den ich ehrlicherweise letztes Jahr nicht gesehen habe, den ich tatsächlich auch nicht so für möglich gehalten habe, den weiter verfolgen würde. Und wenn er damit seine Leistung kronen würde, wäre das natürlich sensationell. Ja, wäre super. Ich glaube, letztes Jahr kann man halt echt nicht vergleichen, weil da jeder Spieler underperformed hat. Also das ging ja von der Bank weg, weil jeder Spieler gefühlt eine Nummer schwächer als dieses Jahr. Und dann siehst du halt, was für einen Einfluss ein Trainer haben kann, dass er aus einer Mannschaft, die im Sommer sich geschwächt hat, so eine Truppe rausmacht, die jetzt um internationale Plätze mitspielt und am 22.03. nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat. Das ist unfassbar eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Würde es denn dann eurer
Haltung oder eurem Konsum zur Nationalmannschaft was ändern, wenn da ein Köln-Spieler spielen würde? Gar nicht. Sagen wir mal Sully oder Thielmann oder so. Gar nicht. Ich würde mir vielleicht das erste Spiel angucken, so um zu sehen, wie er aufläuft, wie er spielt, aber ich glaube, ob ich das jetzt live angucken würde, ich würde es mir vielleicht einfach in der Zusammenfassung angucken und dann war es das. Also, solange dieser Coca-Cola-Fanclub da ist, kannst du eigentlich nichts. Also wird das nichts mit dem, wird das nichts. Der Coca-Cola-Fanclub präsentiert Volley, die Choreo. Ja, ganz toll. Nee, ich gebe es ja zu, ich habe Spiele nur geschaut, weil Hector in der Startelf stand oder früher Poldi halt. Mhm. Also wenn ich irgendwie zu Hause bin, nichts zu tun habe und da läuft dann Deutschland gegen einen vernünftigen Gegner, also jetzt nicht gegen Malta oder so, aber vielleicht gegen Italien oder weiß ich nicht. Und ich sehe, dass Poldi oder Jonas spielen, habe mir schon gegeben dann, muss ich zugeben. Könnte jetzt auch sein, dass ich es wieder gucken würde, wenn jetzt zum Beispiel Sully da spielen würde. Ich habe deswegen auch ein paar mehr U21-Spiele gesehen, als ich sonst gesehen hätte, wegen Sully und Iso Jakobs damals noch. Aber jetzt zum Beispiel, ich habe durch Zufall gesehen, dass die jetzt gegen Israel spielen. Ich weiß aber schon nicht, wer der zweite Gegner ist, den die jetzt da spielen werden in der Länderspielwoche. Ich glaube Niederlande, aber ich könnte es überhaupt nicht beschwören jetzt. Keine Ahnung. Und das Freundschaftsspiele? Also, ja, gegen Niederlande. Ja, ich wüsste jetzt nicht mal, ob es Freundschaftsspiel sind oder Nations League oder irgendeine Quali oder so, ich weiß es nicht. Die Sache ist ja, dass ja gerade noch die WM-Quali läuft für die, die in den Playoffs sind und die anderen Mannschaften spielen halt dadurch dann Vorbereitungsspiele bzw. Freundschaftsspiele. Ja, ich wüsste jetzt nicht mal, ob es in Deutschland ist oder ob die reisen müssen, ich habe keine Ahnung. Also, ich bin echt raus. Ich auch. Ich weiß auch gar nicht, wer Anton Stach ist, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass er existiert. Ja, ne? Das ist der anstelle von Sully halt nominiert wurde, der Mainzer. Typ da. Ja, Mainz. Mhm. Ja, der Verein mit den dubiosen Schiedsrichterentscheidungen zu seinen Gunsten. Ach, war der Ball nicht drin. 3 Elfmeter. Aha. War so Zufall. Ja, ich habe es nicht gesehen, leider, aber kann es nicht beurteilen. Das alles mir tut es ja in der Story halt leid, dass es halt wieder Zweier ist. Ja. 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 Das ist halt das, also, was der für ein Pech hat gerade. Ist halt echt bitter, weil war der nicht auch in der Situation, als er das erste Spiel wieder gepfiffen hat in der Bundesliga? Nach der Bellingham-Kritik. Ja. Also er hat ja zuerst der zweiten gemacht bei Hannover. Ja. Und danach war er wieder in der ersten Liga und da war auch irgendwie was, meine ich. Da war was, ja, ich weiß es aber leider auch nicht mehr genau. Wobei ich jetzt in Mainz aber finde, dass die es ganz gut gehandelt haben. Also die sind ja nicht reingefallen auf diesen Technik-Blackout. Sondern haben rausgeredet. Also, das war ja jetzt auch nicht so, dass das jetzt knapp war, ne? Ich hab's nicht gesehen, keine Ahnung. Der Ball war nicht ansatzweise mit dem Kopf, also nicht ansatzweise überhaupt hinter der Linie. Ich hab's nicht gesehen, also kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht. Da müssen wir doch froh sein, dass wir den VAR haben. Ja, ich meine, es gab ja mal einen Schiedsrichter, der hat das Phantomtor von Stefan Kießling gegeben, weil er nur gesehen hat, der Ball ist im Tor und nicht gesehen hat, wie der Ball eingeschlagen ist. Ja, oder wahrscheinlich wäre es hier genauso. Ein dubioses Handtor gegen den FC. Ja, ja. Gab es ja auch mal. Ja, klar, aber das ist ja noch was anderes. Aber ich meine halt, deine Uhr vibriert, du bist dir aber sicher, du hast den Ball nicht drin gesehen. Ja, aber es gibt keinen VAR. Was machst du dann, ne? Entweder sprichst du in deinem Team ab und ihr habt zum Glück alle die gleiche Wahrnehmung und der Assistent sagt, habe ich nicht gesehen, da stand einer mit dem Weg in meiner Sicht. Laufbahn irgendwie im Weg. Ja, und was machst du dann? Verlässt dich auf diese blöde Uhr und dann bist du wieder ganz unten durch oder ja, gehst deine eigenen Wahrnehmung d'accord. Ich glaube, wenn du das nicht vollumfänglich gesehen hast, gibst du das Tor. Also wenn du, also man hat das jetzt nicht aus dem Live-Bild gesehen, aber aus der Hintertorkamera war es ja ganz klipp und klar zu sehen. Also die hat ja der Schiri nicht, die Hintertorkamera. Nee, genau. Deswegen sage ich ja im Live-Bild, wenn du das nicht siehst und es geht schnell weiter und da gehen ein paar Arme hoch und die Uhr vibriert, kann ich mir vorstellen, dass du das Tor gibst, ja. Ja, glaube ich auch. Und dann bist du wieder der Arsch der Nation, ne? Weil du dich auf diese Technik verlassen hast. Aber da muss man die aber dann in Schutz nehmen. Also. Aber da, also da, ganz ehrlich, gerade Torlinientechnik. Torlinientechnik ist ja jetzt ein. Also ich habe jetzt noch nie mitbekommen, dass es da massive Probleme gibt und man weiß ja auch nicht, man hat ja glaube ich noch nicht kommuniziert, ob, warum und wieso das falsch kommuniziert hat.
Keine Ahnung. Ja. Ja, aber ganz kurz, bevor wir uns jetzt komplett von diesem Dortmund-Spiel entfernen, ich will noch eine Sache sagen, die mir so ein bisschen auf den Nägeln brennt. Also wir haben jetzt schon ganz viel gelobt und ich fand echt, es war das mit das stärkste Spiel der Saison. Deswegen, wenn ich etwas Negatives sage, dann nicht falsch verstehen, dass ich jetzt irgendwie das ganze Ding da schlecht reden würde. Was mich aber ein bisschen gestört hat, ich habe vor 2 Wochen einen Artikel für FC.com geschrieben und habe da darauf hingewiesen, dass wir uns sehr schwer tun, Zugriff im Pressing zu finden, wenn der Gegner in Dreierkette spielt. So, und ich weiß nicht, ob Marco Rose FC.com liest, glaube ich jetzt mal eher nicht. Ich bin auch nicht der Obergott, der irgendwelche Erkenntnisse hat, die kein anderer Mensch hat. Also der wird schon auf dieselbe Idee gekommen sein. Stellt halt auf Dreierkette um in der Halbzeit, bringt halt Mats Hummels. Und wir finden leider nicht die nötige taktische Antwort darauf, um wieder Zugriff zu finden. Da hat Steffen Baumgart selber auch darauf hingewiesen. Seine Assistenten hätten ihm schon zur Pause gesagt, er müsse auf 2 Sechser umstellen. Man hat ja auch diese Szene gesehen bei The Zone, wie der, ich weiß gar nicht, wer das war, der Videoanalyst oder irgendwer, auf ihn eingeredet hat und so ganz viele Dinge mit Zeigen auf dem Platz erklärt hat. Pavlak stand drumherum, McKenna stand drumherum und eben der Cheftrainer. Da sehe ich, also hat Steffen Baumgart ja auch selber für sich selber schon gesagt, dass er da auch noch Entwicklung bei sich selber sieht, dass man irgendwie einen Mittel und Weg findet, wenn der Gegner umstellt, dass man darauf reagieren kann, um die Leistung aus der ersten Halbzeit nochmal in einem anderen System fortzusetzen und sich nicht so komplett den Stecker ziehen zu lassen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, in der zweiten Halbzeit gab es auch keine guten Torchancen dann mehr für uns jetzt, für die Kölner. Ja, und da sehe ich noch Potenzial, was man auch als Trainerteam verbessern könnte, wie man da vielleicht noch reagieren kann, um mehr Zugriff in so Dreierkettensituationen zu bekommen. Ja, die Frage ist da ja halt auch dann, mit welchen Spielern spielst du gerade das Spiel? Und einen zweiten Sechser habe ich halt jetzt nicht unbedingt gesehen in dem Spiel, also vor allem halt auch wirklich wer. Schaub, hätte Schaub da hinziehen können, der wäre auch Platz gewesen. Boah, der ist zu offensiv. Das sehe ich nicht, da fehlt aber mir bei Schaub. Ja ums es geht ja gegen den Ball, ne? Also es geht ja nicht jetzt um mit dem Ball, das heißt, es geht ja ums Anlaufen vor allen Dingen. Das hat er ja in dem Spiel gut gemacht. Ich glaube auch gar nicht, dass du zwingend diesen zweiten Sechser bringen musst, um Zugriff zu haben. Du musst ja eigentlich gucken, dass du alle 3 Innenverteidiger des Gegners unter Druck setzt. Also musst du eigentlich keinen zweiten Sechser bringen, sondern einen dritten Anläufer. Da wäre zum Beispiel Thiemann eine Option gewesen, dass du halt sagst, wir spielen so eine Art, also jetzt im Anlaufen, nicht im normalen Ballbesitzsystem, ne? Im Anlaufen, Anderson und Modest, ja. Genau, beackern halt die beiden Äußeren und Thiemann läuft auf den Freien dann oder sowas. Ja, hat natürlich nur ein Problem. Wenn du das machst und die Dortmunder überspielen diese Kette, stehen da 7 Dortmunder, die nach vorne rennen. Ist richtig, gut. Genau. Kann dir passieren. Also, ne, also du hast dann tendenziell fast ein numerisches, also numerische Unterzahl. Ja, du hast idealerweise Gleichzahl, ne? Also die oder Gleichzahl. Ja, aber ne, wenn ist noch einer mehr überspielt, hast du eine numerische Unterzahl. Ja, ja, und klar. Dafür. Richtig? Ja, ich hab das auch gesehen. Also das ist, das war übrigens nicht der Videoanalyst, sondern das war René Wagner, der zweite Co-Trainer. Achso, okay, den kenne ich gar nicht vom Aussehen. Aber ja, also das ist ja der, den Steffen Baumgart mitgebracht hat aus Paderborn. Ja, ich hab das tatsächlich auch gesehen. Ich fand auch, dass wir darauf nicht das passende Mittel hatten. Ich glaube auch, vielleicht in der Mangelung an Möglichkeiten, ja, vielleicht hättest du so einen Move machen können. Also rein theoretisch hättest du ja auch sagen können, Schaub oder Duda laufen mit an. Wobei das, also ich finde halt unsere Fünferoffensive, Uth, Duda, Schaub, Modest, Anderson, sind bis auf Antimini Modest jetzt keine Abfangjäger der allerersten Güteklasse. Das ist richtig, genau. Aber was du halt tun kannst, und was vielleicht auch der nächste Schritt wäre in unserer Entwicklung, dass du zum Beispiel sagst, wir lenken jetzt durchs Pressing lenken wir den Ball auf den schwächsten Innenverteidiger. Muss jetzt natürlich gucken, ob es bei Dortmund so einen gibt. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass vielleicht Pongracic spielen würde. Das kam ja erst in der 87, also viel zu spät. Aber jetzt sagen wir so, Emre Can kann unter Druck auch mal schnell einen Ball verlieren oder neigt dann dazu, sich, wenn er so sehr stark in Zweikämpfe verwickelt wird,
zu so Dummheiten hinreißen zu lassen. Also bei Hummels brauchst du ja nicht versuchen, dem den Ball zu klauen. Das ist mir schon bewusst. Und Akanji kann das auch sehr gut. Aber wenn du versuchst, den Ball auf vielleicht Emre Can oder auf Paslak zu lenken oder so. Der war dann, ja raus. Ja, in der ersten Halbzeit halt. Ne? Dann geht da ja was im Pressing. Das fehlt mir halt noch so. Das ist so ein bisschen so, dein Pressing nicht immer nur nach dem Gegner, der den Ball hat, sondern auch Pressing-Fallen zum Beispiel aufbaust. Das ist ja der Sinn eigentlich von diesem krassen Pressing-System. Aber das ist halt der Schritt, den wir noch gehen müssen. Das ist so das, was ich in der Sommervorbereitung sehen wollen würde. Ja, stimme ich dir voll zu. Ich glaube, da sind wir auch noch, also ich glaube, diesen Entwicklungsschritt, den müssen wir jetzt gehen im nächsten Jahr. Ich glaube, das ist auch tatsächlich eine der Kernaufgaben in der Sommerpause, da zu gucken, wo können wir spielerisch, also wo müssen wir vielleicht vom Spielermaterial nochmal was machen? Also wo sind wir gezwungen, was zu machen? Und wo können wir vielleicht nochmal Upgrades haben? Ja. Weil ich stimme dir voll zu und das ist ja auch so ein bisschen das, was wir in unserer WhatsApp-Gruppe irgendwie so vorher geschrieben haben. Das ist keine Anlauftruppe da vorne. Nee, genau. Also alles, was vor Sali gespielt hat, ist, ich sage jetzt mal vorsichtig, modest mal ausgenommen, sicherlich nicht, deren Kernkompetenz ist nicht das Anlaufen und das Pressing. Ja, genau, da muss er überlegen, welche Zukunft haben zum Beispiel Mahut, André Duda, ja auch Louis Schaub, in diesem Steffen Baumgart-Fußball. Ne? Willst du die als Element drin halten, aber drei von denen halt in der Startelf ist dann halt, ja, weiß ich nicht, ob das sich trägt über eine ganze Saison zum Beispiel. Ja, gut, aber es ist ja auch kein Einlauf. Eigentlich fehlt uns in dieser, ich sag mal, in dieser offensiven Mittelfeld eigentlich dieser klassische Anläufer. Ja, also Kainz hat natürlich im System eine andere Funktion, einfach als Flankenmaschine. Genau. Ne? Ja. Ich finde ja sogar, von dem beschriebenen Profil ist vorher noch Kingsley Schindler der passendste, weil der kann anlaufen und flanken tatsächlich als sehr giftiger, schneller Spieler. Also auch da liegt ein bisschen für mich diese Renaissance des Kingsley Schindler drin begründet. Mhm. Aber gut, ich denke, wir haben das Dortmund-Spiel auch genug besprochen. Ich sage noch so drei einzelne Aspekte, dass wir jetzt groß diskutieren müssten. Herzlichen Glückwunsch, Matthias Olesen, zu deinem Bundesliga-Debüt. Der erste luxemburgische Spieler, der für den FC debütiert hat in der Herren-Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch. Dann gab es noch zwei Steals vom Kicker. Ich weiß ja, Kickernoten darf man eh nie ernst nehmen. Aber wenn jemand denkt, aber Dennis, warum darf man denn Kickernoten nicht ernst nehmen? Dann aus dem Grund, dass Marvin Schwebe eine 3 im Kicker bekommen hat. Nach dem Spiel eine 3. Ja, ich weiß auch nicht. Also, er ist doch keine klare Nummer 1. Timo Horn wird zurückkommen. Ja, das war eine durchschnittliche Leistung. Also. Ja, genau. Absolut. Hält halt jeder mal so einen Ball gegen Erling Haaland. Ne, klar. Ja. Dreimal oder so. Genau, ne? Also, genau. Ja, es ist. Aber beim 1-0 sah er nicht so gut aus. Das ist eine 3. Stimmt, stimmt. Beim 1-0 sieht er wirklich nicht gut aus. Da passt die Abstimmung. Also, das 1-0 war ein typisches FC-Gegentor, ne? Ja, du hast Abstimmungsproblem in der Defensive. Ja, aber deshalb, weil er auch nicht da war, ne? Ja, aber auch da, ich weiß gar nicht. Wer da nicht, also einer von den drei Verbliebenen rückt ja nicht richtig raus. Hübers. Und dadurch kann Hübers. Ja, ja. Hübers versucht, den langen Ball abzufangen und schafft es halt nicht. Genau, und damit hat Wolf halt genau diesen, ich sag mal, diesen Meter, den er dann noch durchsprinten kann. Und ja, wenn du dann halt in der Vorwärtsbewegung bist, und ehrlicherweise muss man auch sagen, das macht Marius Wolf dann auch nicht so schlecht, ja, die Ballannahme und den Abschluss. Ja. Bei uns hätte er eher das so gemacht wie bei der zweiten Chance, wo er nochmal frei durch war letztes Jahr. Ja. Das war ja dann der Wolf, den wir kannten. Ja. Nee, aber klar, wenn ein Rechtsverteidiger fehlt, ist ja genau halt die Lücke, über die er da kommt. Plus, Sully war auch gerade draußen halt Anweisungen bekommen. Ja, Anweisungen bekommen. Zurück auf Position. Also war auch nicht so ganz richtig in seiner Position drin. Das hat halt Dortmund dann eiskalt ausgenutzt. Ich muss aber auch sagen, also für das, was Dortmund da an Spieler auf dem Platz hatte, was die an Geld verdienen, was die für einen Anspruch haben, war es von denen halt auch zu wenig in der ersten Halbzeit. Eine Situation, wo sie ein Tor gemacht haben, okay, dann gab es diese eine Szene, wo sie sich zurecht beschwert haben, dass der Schiedsrichter ihnen den Vorteil
abgepfiffen hat. Das wäre eigentlich eine dicke, dicke Chance gewesen. Da dürfen wir auch nochmal Fortuna danken, dass da, also dem Glücksgott danken, dass da nichts draus entstanden ist. Ja, aber trotz allem als Dortmund musst du eine so ersatzgeschwächte Kölner Mannschaft, selbst wenn du selber ersatzgeschwächt bist, trotz allem, da hat ein Thorgan Hazard gespielt, ein Erling Haaland hat da gespielt, ein Jude Bellingham, ein Rainer, die müssen da mehr auf die Kette kriegen. Haben sie nicht geschafft, auch weil der FC es halt nicht zugelassen hat, dass sie da mehr auf die Kette kriegen. Aber ich glaube, auch Dortmund ist so eine Mannschaft, die muss sich mal sehr stark hinterfragen, ob die echt das Maximum aus ihrem Potenzial rausgeholt haben diese Saison. Wie heißt es doch so schön, 11 Freunde müsst ihr sein. Ja. Jo, und der zweite Stil war noch, dass Sully nicht in der Kicker-Elf des Tages war, um das noch zu erwähnen. Es geht auch nicht nach dem Spiel. Also wenn du nach dem Spiel den Typen da nicht reinwählen kannst, dann wirst du ihn da nie reinwählen. Außer wenn er 3 Tore schießt. Aber das ist ja dieses Kicker-Ding, ne? Schießt ein Tor, bist du direkt in der Elf. Ja. Machst ein geiles Spiel ohne ein Tor, dann ja, sieht keiner. Ja. Halleluja. Gut, apropos, jetzt kommt nach der vermaledeiten Länderspielpause, wobei für uns ist die ja gut, dass die jetzt ist. Da können sich die ganzen Verletzten so ein bisschen wieder rankämpfen. Aber danach müssen wir nach Berlin an die alte Försterei und spielen gegen unseren, ja, ich würde fast schon sagen, Angstgegner Union Berlin. Was habt ihr für Erwartungen an dieses Spiel? Ich glaube, wir holen das. Also Union ist halt in letzter Zeit doch zu unkonstant gewesen. Vor allem nach dem Winter, wo sie halt Kruse verloren haben, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er dann doch so den Unterschied gemacht hat. Aber wir haben gute, also ich sag, wir haben wirklich gute Chancen. Das wird ein Sieg. Gehst du da mit, Marco? Also ich finde Union jetzt auch nicht, also man merkt schon, dass den Max Kruse tatsächlich fehlt. Und irgendwie hat man auch das Gefühl, dass Awoni auch jetzt irgendwie so ein bisschen in so ein Loch fällt. Ich habe eigentlich viel häufiger gedacht, dass Union irgendwann in dieses Loch fallen wird. Mhm. Weil ich habe schon das Gefühl, dass auch da der ein oder andere vielleicht über Maximum spielt. Also über seinem tatsächlichen, wahrscheinlichen Maximum. Und ich habe immer gedacht, so irgendwann werden die werden jetzt nicht abstürzen und Vorletzter werden, das glaube ich jetzt nicht, aber irgendwann werden die mal wieder so von diesem Platz 5 bis 6 abrutschen und dann so in so dieses, ich sag mal, natürliche Habitat zwischen Platz 7 und Platz 14 oder so sich eingliedern, weil für Abstieg halte ich sie tatsächlich schon zu gefestigt und taktisch auch zu klug, aber ich glaube, man merkt, dass es denen aktuell sehr schwer fällt, die Spiele zu gewinnen. Und ja. Kleiner Blick auf die Statistik. Die haben das letzte Mal am 20. Spieltag haben sie gegen Gladbach gewonnen. Danach kommen ein 2-0 gegen Augsburg verloren, 3-0 gegen Dortmund verloren, 1-0 gegen Bielefeld verloren, dann mal 3-1 gegen Mainz gewonnen und im Pokal gegen St. Pauli, aber Pokal zählt nicht. 1-0 gegen Florian Kohfeldt verloren, das ist auch eine Leistung. 1-1 gegen Stuttgart und 4-0 gegen die Bayern verloren. Also nicht gerade auf einer Hochphase. Ist, ich muss sagen, ist jetzt nichts, was einem Angst und Bange machen muss. Und wir spielen, so geil sich das anhört, gegen einen direkten Konkurrenten um die europäischen Plätze. Ja. Wir haben jetzt 2 Punkte Vorsprung und die marginal bessere Tordifferenz um 3 Tore. Wenn wir das gewinnen, sind es nicht 2, sondern 5 Punkte. Und glaubt mir, das wäre schon wichtig. Ja, vor allem, weil die Eintracht schon, ja auch ranschiebt, ne? Genau, Eintracht schiebt ran. Mainz hat hier auch noch das Augsburg-Spiel, dass sie mehr haben, also dass sie jetzt weniger haben als wir. Mhm. Also das heißt, die könnten rein theoretisch punktgleich mit uns sein und haben die bessere Tordifferenz. Yep. Allerdings muss man auch sagen, die Mainzer, die spielen jetzt in Gladbach und danach in Augsburg 3 Tage später. Ob da unbedingt 6 Punkte runterfallen, weiß ich auch nicht. Nee, aber Frankfurt spielt halt gegen Greuther Fürth, also ist in Frankfurt, ne? Das ist ja fast schon freilos. Stimmt, aber
auch die Fragen, also wie gesagt, es geht jetzt tatsächlich, ich glaube, wir können jetzt tatsächlich immer von Spiel zu Spiel gucken. Und es geht ja jetzt nicht um den, also wir sind ja, es ist ja nicht der 34. Spieltag. Das heißt, rein theoretisch hast du danach noch 6 Spiele, da werden 18 Punkte verteilt. Ja, und wir spielen nur noch gegen Mannschaften, die unter uns in der Tabelle sind. Wir haben alle So Top sieht's 6 aus. schon Wir haben, weg. genau, wir haben alle oben weg. Und das ist, glaube ich, Aber tatsächlich. ist das eigentlich ein Vorteil oder doch eher ein Nachteil, wenn du nur gegen Mannschaften spielen musst, die A, dir den Ball geben, wenn du Pech hast, und B, halt ums Überleben kämpfen müssen mit Stuttgart, Gladbach, Augsburg, Bielefeld, Fürth. Nee, Fürth hatten wir schon, aber die anderen. Ja, das weiß ich nicht, ob du am vorletzten Spiel, ob dann Dortmund einfacher ist als Fürth. Oder nee, Fürth haben wir ja schon gehabt, oder als Bielefeld. Ja, bei Dortmund ist ja, für die geht es ja um nichts mehr. Die können ja austrudeln lassen. Ja, das stimmt, aber auch da müssen sich ja auch dann mal Spieler zeigen, ne? Also das ist, ja, das ist das Typische, wenn die Teams dann irgendwann anfangen, abzuschenken, aber das, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, in letzter Instanz haben wir es doch selber auf dem Fuß. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir auf Platz 11 sind und uns rechnen müssen, dass wir irgendwie 8 Punkte aufholen müssen mit Glück, sondern wir sind ja, ich sag mal, in der glorreichen Position, jetzt auf Platz 7 zu stehen, Stand jetzt Vorsprung zu haben vor allen anderen Teams, die hinter uns kommen. Und wir haben es in der eigenen Hand, die Saison tatsächlich richtig zu veredeln. Und selbst wenn es nicht klappen sollte und wir am Ende 9. werden, dann ist das so. Klar, da wird keiner Also, irgendwie der Mannschaft einen Vorwurf machen. Steffen Baumgart hat am Anfang der Saison gesagt, er möchte irgendwie Platz 12 erreichen. 10 bis 12 hat er, glaube ich, gesagt. Da, ich habe den ausge gefühlt habe ich ihn ausgelacht für die Aussage. 12 sind 9 Punkte, die wir Vorsprung drauf haben. Ja, wir werden Und nicht mehr 11 Tore. zweistellig. Ich glaube auch, dass vielleicht könnten wir 10. werden. Also Mainz, ich glaube, Ja. das ist, ne, also das ist tatsächlich noch machbar. Ich glaube, 11. Bochum, das sind 8 Punkte, das sehe ich nicht mehr. Ja, die kriegen auch noch ein paar Sanktionen jetzt wahrscheinlich, ne? Die Ja, Bochumer. das Also keine kann, Fans oder irgendwas. ja, kann tatsächlich passieren. Und ja, Sollen also wir den das, nächsten das Spieltag einmal, also die relevanten für uns, die relevanten Partien einmal durchtippen? Dann wissen die Hörer schon mal, wie es ausgeht. Dann braucht ihr nicht gucken, die Konferenz am Samstag, weil wir spielen ja bereits am Freitag. Ihr habt gesagt, wir gewinnen gegen Union. Zumindest hat Javier das gesagt. Marco, wie ist dein Tipp gegen Union? Gehe ich mit 2-1. Okay, Ich bin bei 2-0. bei 0. Aber ich würde ja mal so, ich würde ja mal so ein schönes 3-0 zur Halbzeit führen, finde ich ja geil. Wisst ihr, was ich mir mal wünsche? Wo du so einfach dir die zweite Halbzeit 13 Bier wegschrauben kannst und weißt, es läuft. Aber Ich wird ja wünsche nicht mir passieren. mal ein Spiel, wo du nicht zittern musst. Das ist Ja, in der so Tat so, 3-0 zur ja. Halbzeit. Ja, ja. Ja, nee, 3-0 zur Halbzeit, da würde ich erst recht Jo. zittern. Da würde ich so viel Muffe Ach. kriegen. Da würde ich sofort wieder an Freiburg denken, an Augsburg. Ah, dann ist ja alles Nee. unter anderen Trainern Nee, so gewesen. 1-0 halt. Aber der Gegner spielt irgendwie noch mit 9 Leuten, weil da zwei sich miteinander gerangelt haben und eine rote Karte gesehen haben oder so. Weil Trimmel dem Rani Kidira an die Wäsche gegangen ist oder irgendwas, keine Ahnung. Und dann machst du halt so in der 48. das 2-0 und Union rackert sich da noch 40 Minuten ab, aber kriegt keine Torchance. So ein Spiel hätte ich gerne mal. So ein ganz entspanntes 2-0, wo der Gegner auch nicht vorher in Führung geht und du erst wieder das Spiel drehen musst, wie gegen Fürth im Hinspiel oder gegen Hertha im Hinspiel. Weißt du, so ganz, ganz, ganz entspannt und auch nicht erst, wo Modest in der 90. das Siegtor macht oder Kingsley Schindler in der 86. das 1-0 oder so und da musst du noch 10 Minuten zittern. Also ich hätte gerne mal so einen ganz ruhigen, entspannten Sieg, der gut für mein Herz ist, gut für meinen Puls ist, wo ich nicht wieder 10 Jahre bei altern werde, wie jetzt in den vergangenen Siegen, die wir errungen haben, die alle sehr knapp waren. Ja, das wäre mein Wunsch. Muss dich da leider enttäuschen, da bist du Fan vom falschen Verein. Ja, ich weiß, Ich ich habe auch weiß, ich weiß, gedacht, ich so, ja, weiß. also irgendwie, Ich, ja. manchmal wünsche ich mir, ich wäre einfach Frankfurt-Fan geworden oder so, ja. Ja, Wolfsburg. Ja, genau, da geht es um gar nichts. Nee, Ja. Wolfsburg, nein. Also, wir sagen eine 2, also Auswärtssieg FC gegen Union. Frankfurt gegen Greuther Fürth ist leider eine stabile 1, oder? Ja. Ist Ah, in sie hat sich schwer Frankfurt. getan In dem ja, aber die, Spiel. also ich wollte gerade sagen, die Frankfurter haben aber auch immer mal so eine Delle drin, ne? Ja, aber Fürth auswärts ist, glaube ich, irgendwie, wie viele Punkte haben die auswärts geholt? Ja, Drei oder okay, ist so? auch wieder wahr. Jo, Also. aber
Die haben nichts zu verlieren. Die Fans haben doch nichts mehr zu verlieren. Vor allem, das Stadion ist voll. Ja. Ja. Also ich glaube tatsächlich auch eher eine Eins, ja. Ja, ja, und die wollen sich. Auch unentschieden. Oh, die haben einen Auswärtspunkt gehört, die Fürther. Einen. Minus 35 gegen? Tore. Bielefeld? Weiß ich nicht. Steht jetzt hier nicht, keine Ahnung. Müsste man mal recherchieren. Mache ich jetzt aber nicht. Einen Auswärtspunkt ist schon bitter, ne? Ja. Ja, und dann wird wohl kein Zweifel dazukommen jetzt am Wochenende. Das wäre schon sehr optimistisch. Ja, und Frankfurt will sich auch ein bisschen für Barcelona warm spielen, ne? Die haben gesehen, ja, wie Barca jetzt eben, im El Clasico aufgetreten ist. Die müssen ja auch ein bisschen verbringen. Aber eben das kann ja auch die große Gefahr sein, dass du dich schon auf dieses, oh, wir fahren nach Barcelona und jetzt. Aber ist das direkt danach oder erst 2-3 Wochen später? Das ist danach, meine ich. Das ist danach die Woche, meine ich nämlich auch. Okay. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ist mir auch relativ egal, ehrlich gesagt. Europa League, warte, ich schaue. 7.4. Ja, ist direkt danach. Danach. Okay. Also. Und das Unentschieden von Greuther Fürth war wirklich gegen Bielefeld. Im 2-2 in Bielefeld. Schön. Ja. Ja. Gut, also da setzt man trotzdem meine Eins, würde ich sagen. Alles andere wäre ja schon ein kleineres Fußballwunder. Ja. Leverkusen Hertha nehmen wir mit wegen Felix Magath. Was sagen wir da? 3-1 Hertha. Ja, gehe ich mit. Gehe ich mit. Doch, Leverkusen doch. Ohne Wirtz. Ja. Sie haben gegen Wolfsburg gespielt, aber es ist halt Wolfsburg. Ist der Wirtz noch nicht fit? Nee. Hat er sich verletzt? Dass sich die Stadt noch nicht entschuldigt hat beim Wirtz. Ne? Das, ja. Ist, das ist skandalös. Ja, ach, ja, weiß gar nicht. Sollen wir das Thema nochmal aufkochen? Nein. Nee, ne? Doch, mach auf. Also, hier, pass auf, doch. Wir müssen das einmal kurz aufkochen. Der Frei und Ehrlich hat tatsächlich berechtigterweise, also meiner Meinung nach berechtigterweise gesagt, wir haben im letzten, also in dem Podcast-Folge über Leverkusen, sind wir auf diese hämischen Florian Wirtz, du bist ein Uhrensohn und Hubschrauber-Einsatz und was auch immer, sind wir nicht eingegangen. Ja, das macht man nicht. Punkt. Ich finde, man muss da unterscheiden zwischen Fernsehbild und das, was du live siehst. Live siehst du nicht, wie er wegknickt. Live siehst also, du aber, nur, dass er auf ja, aber du siehst liegt. Schon, aber du siehst schon, dass die mit so einer Trage kommen. Ja. Ich war ja im Stadion. Ich sag jetzt mal so, es gab den einen oder anderen, der hat sicherlich applaudiert, aber sicherlich nicht, um ihm alles Gute zu wünschen. Ja. Also ich weiß auch nicht, ob das sein muss. Ich tue mich immer sehr schwer damit, diese Moralkeule dann immer rauszuholen. Braucht man auch nicht. Ja, also ich sehe da zwei Punkte und einer wurde für mich noch gar nicht irgendwie angesprochen. Also einerseits natürlich, wenn ein Spieler auf dem Boden liegt und du hast gesehen, dass der sofort dieses Auswechselzeichen gemacht hat und nach seinem Sanitätern da gerufen hat. Also da war schon klar, der war ein bisschen mehr verletzt. Glaube ich auch im Stadion war euch das schon recht schnell klar dann, Marco. Aber du darfst den von mir aus 89 Minuten auspfeifen, wenn er auf seinen Beinen steht. Das ist muss er aushalten, dass jemand, der weggeht und gegen seinen Ex-Verein jubelt. Da muss er, wenn er spielt, also wirklich auf den Beinen steht und spielt, das aushalten, wenn man ihn da beleidigt und irgendwie beschimpft. Wenn er auf dem Boden liegt, kannst du auch mal die Fresse halten. Da musst du nichts sagen. Nee, da kannst. Nein, stopp, ich will das anders formulieren. Dann hast du die Fresse zu halten und das nicht noch mit irgendwelchen Beleidigungen und Schmähgesängen zu garnieren. Da darfst du, wenn er wieder aufsteht, ein bisschen aufmunternden Applaus spenden, wie das zum Beispiel auch Florian Kainz gemacht hat, als der Frimpong ausgewechselt wurde, ist nochmal hingegangen, hat ihn so ein bisschen abgeklatscht und so, hat Steffen Baumgart auch gemacht. Da geht es dann mehr um den Menschen, Florian Wirtz, der gerade vielleicht sogar in seiner Karriere zurückgeschmissen wurde um ein Jahr oder irgendwas. Da spielen, glaube ich, Vereinsanimositäten dann der Sekunde keine Rolle mehr. Und was ich auch kacke finde, das will ich an dieser Stelle auch sagen, das habe ich auch schon mal gesagt bei Dietmar Hopp damals, ich hasse diese Beleidigung mit dem Hurensohn. Also egal, ob die jetzt Hurensohn oder Uhrensohn oder was auch immer, wir wissen alle, was gemeint ist. Ich hasse sie, weil überleg mal, wer die Mutter von Florian Wirtz ist. Überleg das mal, FC-Fans. Überleg mal, wer die Mutter von Florian Wirtz ist. Das ist die Frau, von der ihr alle, wenn ihr schon mal irgendwann bei einem U21-Spiel wart, Schnittchen gekauft habt und gegessen habt.
der ihr euer Wechselgeld gegeben hat, die euch dann den Kuchen gegeben hat, der ihr in die Augen geschaut hat. Und jetzt geht ihr ins Stadion und sagt zu der Frau, das wäre eine Hure. Die Frau, die ihren Sohn und die halbe U21 vom FC im Bus eingesammelt hat und zum Franz-Krämer-Stadion gefahren hat an jedem Spieltag, damit der Junge da hinten Hausaufgaben machen kann in seinem langen Weg zum Training halt beim FC, die überhaupt erst möglich gemacht hat, dass der beim FC spielen konnte, weil der diesen langen Anfahrweg hatte. Und die nennt ihr eine Hure. Ja. Beleidigt halt Florian Wirtz. Sag doch, das ist ein Arschloch oder ein Wichser oder ein, weiß ich nicht, Vollpfosten oder so. Aber lass doch die Mutter da raus. Gerade beim FC, wo die halt eine Vergangenheit beim FC hat, das geht nicht. So, und das will ich auch nicht relativiert sehen von wegen, hier ist im Stadion, da muss ich im Stadion mal erlaubt sein. Auch im Stadion kann ich meine misogyne Kackscheiße draußen lassen. Da gebe ich dir recht, ja. Ja. Und es ist halt nochmal, also, wie gesagt, ne, wenn die Mutter halt auch eine Vereinsvergangenheit hat, kommt ja auch ins, ja. Beide Kinder sehen. Ja, ich glaube, da ist sehr, sehr viel, also bei den FC-Fans, also tatsächlich, ich habe ja mein Auto nicht in der Tiefgarage parken dürfen, weil kein Parkticket mehr frei war. Danke dafür an meine Firma, sondern musste auf diesen Pendlerparkplatz fahren und saß dann in diesem Pendlerbus. Wie dann so ein hörst normaler du, Fan. Wie so ein normaler Fan, asozial, mache ich auch nicht nochmal. Nein, aber dann hörst du so diese Gespräche von Leverkusen-Fans, die erzählt, also dann sagte einer so, ja, der Florian Wirtz, der hat ja bei uns auch eine Wahnsinnsentwicklung in der Jugend durchgemacht. Na, ich sehe genau. Ich habe mich dann nur so umgedreht, gucke ihn an, sag, hä? Ja, der hat doch bei uns auch in der U21 gespielt. Oder denkst du dir, 21, 22, 23, Marco, einatmen, ausatmen, umdrehen, nach vorne gucken. Ich habe da gesagt, bestimmt. Der hat hier eine wahnsinnig gute Entwicklung in der Jugend gemacht. Das ist halt die krasse Akademie. Na, also, das ist, genau, wie viele Spiele hat der gemacht bei denen? Drei oder so in der U21? Oder so drei, ja. Nachdem er gewechselt ist, hat der, ja. Glaube ich, noch oder zwei oder eins. Ja, oder ja. Irgendwie, also tatsächlich irgendwie, glaube ich, noch zwei oder drei gemacht und ist dann direkt in nochmal, das ist auch eigentlich völlig wurscht. Aber ich sag mal so, als Florian Wirtz aufgelaufen ist, habe ich auch mehr als nur gepfiffen. Ja, das ist ja auch okay. Da sagt keiner was gegen, ne? Wenn er läuft. Darfst du ihn von mir aus beleidigen, so viele Wirtz? Aber ihn. Ne? Genau, ihn. Ihn. Ja, ja. Wobei ich aber auch finde, alles Florian Wirtz-Bashing müsste eigentlich Armin Fee-Bashing sein. Ne? Dieser Mann, was der uns gekostet hat. Naja, aber du, also wenn du den letzten Bericht, ich weiß gar nicht, wo Florian Wirtz war, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, ich glaube, es war sogar im Kicker, dass Florian Wirtz gesagt hat, ja, es gab ein Angebot vom FC, ja, das Angebot war sogar gar nicht so schlecht, aber er wollte zu Leverkusen. Ja, ich meine, zu Leverkusen ist ein No-Go zu gehen, ja. Aber, was ich auch zumindest seiner Verteidigung anmerken möchte, beim FC unter Markus Gisdol hätte der nicht diese Entwicklung genommen, die er bei Leverkusen nehmen konnte. Wahrscheinlich nicht. Alleine, weil du den Ball da halt nicht auf Nadim Amiri oder auf, was weiß ich, Kerem Demir beispielen kannst oder vorne Patrick Schick steht, sondern weil du halt da im Mittelfeld mit, was weiß ich, mit wem da rumspielen musst beim FC. Das ist natürlich ein ganz anderes Niveau. Und dann geht's noch um Leben oder Tod, um Existenz, um Abstiegskampf, um drinbleiben. Da hast du als junger Spieler, glaube ich, ganz andere Qualitäten, die da gefragt sind. Ja, und dann, glaube ich, hat er nie im Leben diese Entwicklung gemacht, wie unter dem, ich weiß gar nicht, wie damals Leverkusen Trainer war, keine Ahnung. Bosch oder wer? Keine Ahnung. Ist auch wurscht. Ich kann es auch komplett nachvollziehen aus Spielersicht. Wir kennen die Medienlandschaft in Köln. Das ist manchmal echt nicht geil. Und dann, wenn du dann einen ruhigeren Ort haben kannst, wo du dich klar besser entwickeln kannst, dann nimmst du das. Ja, und Leverkusen ist ruhig, weil der Verein interessiert ja. Und ja. Da muss man halt auch einfach Leverkusen eigentlich für ankreiden, weil sie haben halt dieses unausgesprochene Versprechen ja gebrochen, was es ja bei uns in der Region gibt, dass man sich die Jugendspieler nicht wegnimmt. Ja.
Wundert mich jetzt auch nur begrenzt. Ja. Ja, also weißt du, das ist ja auch das, also es gab dieses Gentleman Agreement zwischen Gladbach, Leverkusen und Köln und dass sich dann Rudi Völler hinstellt und sagt, ja, aber wir wollten den unbedingt haben. Boah. Schäbiger Pudel, ey. Ja, gut. Genug Zeit über einen Spieler gesprochen, der nicht bei uns spielt. Ja. Lass uns über einen Trainer reden, der nicht mehr bei uns ist. Der war nämlich im Sportstudio. Er trug einen sehr seriösen V-Ausschnitt, war ein bisschen weniger braun gebrannt als sonst und ist immer noch nicht geimpft. Ich rede von Markus Anfang. Ihr habt mir beide im Vorgespräch gesagt, dass ihr dieses Interview nicht gesehen habt, ne? Mit Anfang beim Sportstudio. Genau. Ich habe es gesehen. Ich sag mal so, du siehst, dass er da, glaube ich, mit einer klaren Agenda reingegangen ist. Er wollte sich selber porträtieren als reuiger Sünder. Also er hat ganz oft das Wort Entschuldigung gesagt. Er hat sich vor allen Dingen dafür entschuldigt, dass er ja Kummer und Leid über seine Familie und über Werder Bremen gebracht hätte. Er hat sich jetzt nicht dafür entschuldigt, einen Impfpass gefälscht zu haben. Also es war jetzt, ja, ne? Also sein Ziel, sich da zu rehabilitieren, ist, glaube ich, nicht erfüllt worden in diesem Interview. Aber was mich halt auch an diesen ganzen ARD, ZDF, Kuschelmedien da aufregt, dass sie es auch im zweiten Jahr nach diesem Hopp-Desaster nicht hinkriegen, ein kritisches Interview mit Markus Anfang zu führen. Ich weiß halt nicht, ob die da irgendwie gesagt kriegen, du darfst manche Fragen nicht stellen, sonst komme ich nicht. Und ob die den dann reinnehmen mit dem Hinweis, okay, dann stellen wir nicht die ganz schlimmen Fragen und dafür kommst du halt, dann kriegen wir eine Einschaltquote oder so, dass das so ein Agreement ist, weiß ich nicht. Aber Sven Voss hat denen halt in keinster Weise die Fragen gestellt, die relevant gewesen wären, zu stellen. Also ich kann mir vorstellen, dass sie es komplett wegen der Quote gemacht haben. Ja, ja, klar. Also man hat ja auch auf den sozialen Netzwerken gesehen, die Reaktion war jetzt nicht unbedingt die netteste da drauf. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Aber das ist jetzt auch, dafür muss ich jetzt auch kein Hot Take aufmachen, weil Markus Anfang weder in Köln noch in Darmstadt noch in Bremen wahrscheinlich jetzt sehr viele Fürsprecher hat. Nee, nur weißt du, er hat halt versucht, sich selber zu vermenschlichen. Also sein Argumentationsgang war, vermenschlichen war ein doofes Wort, nehme ich zurück. Also setz damit ein anderes Wort ein, was sinnvoller ist. Sich selber irgendwie als Opfer darzustellen. So, das formuliere ich so rum. Er hat gesagt, und das stimmt ja auch, das haben wir alle mitgekriegt in Köln, sein Papa ist ja auf der Tribüne bei irgendeinem Köln-Spiel damals kollabiert und musste mehrfach wiederbelebt werden. Und das war ja eine Herzgeschichte. Und deswegen habe er, also Markus Anfang, Angst vor dieser Impfung, weil er nicht ausschließen kann, dass seine Herzvorgeschichte in der Familie irgendwie sich da negativ durch die Impfung bestärkt sieht oder sowas und dass er halt Angst hatte. Das ist ja okay. Also die Angst vorm Impfen kann ich halt auf irgendeiner Ebene nachvollziehen. Das ist aber keine Legitimation, deinen Impfpass zu fälschen, ja. Markus Anfang. Und die Frage wurde halt nicht gestellt von Sven Voss, ne? Er hat dann nur gesagt, ja, sie müssen mich verstehen, ich wollte meinen Job behalten und die hätten mich nicht den Job behalten lassen, wenn ich ungeimpft wäre, weil hätte ich erstmal in Quarantäne gemusst. Das ist völliger Schwachsinn. Und wenn du dich halt dazu entscheidest, dich nicht impfen zu lassen, dann entscheidest du dich gegen deinen Beruf. Genau. Ja. Das wäre bei mir genauso. Ich bin ja Lehrer, weiß ja jeder inzwischen. Wenn ich mich nicht gegen Masern impfen lasse, also Masern, Rütteln, Mumpf, dann darf ich diesen Beruf nicht ausüben, außer ich habe einen Attest, wo drin steht, ich kann mich nicht impfen lassen. Und also die Frage wurde auch nicht gestellt, ob er diesen Weg gegangen ist, sich mal von einem Herzspezialisten beraten zu lassen. Vor allem, jetzt mal ganz im Ernst, die haben der ist in einem Profiverein angestellt, wo ich weiß nicht, wie viele Ärzte um dich herum sind. Im direkten Umfeld, da kannst du doch mal zu so einem Kardiologen hingehen und sagen, hör mal, folgendes Problem. Ich habe familiär vielleicht da eine Geschichte, können wir mal so ein Check-up machen? Das kann ja jeder gesetzlich versicherte Dulli machen lassen. Da kriegst du vielleicht erst einen Termin in 3 Wochen, aber ich glaube, wenn Markus Anfang da zu seinem Teamarzt geht und
der irgendwelche Connections spielen lässt, dann ist der 4 Minuten später beim Kardiologen. Und das ist für mich tatsächlich ein schwaches Argument. Also ich kann verstehen, wenn einer sagt, ich bin mir nicht so ganz sicher mit dem Impfen. Das nochmal, das muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist, es ist jeder Herr seines eigenen Körpers. Aber sich dann da als Opfer hinzustellen und nochmal, der hat einen Impfausweis, ein Dokument gefälscht. Ja. Und also das ist jetzt kein Reisepass oder was auch immer, aber es ist ein Dokument, was zumindest zwischenzeitlich in Deutschland gewisse Kriterien oder das ist wahrscheinlich wichtiger als ein Personalausweis war oder ein Führerschein teilweise. Und er hat es aktiv gefälscht. Und dann noch nicht mal gut. Und dann noch nicht mal gut. Das sind halt diese Fragen, die ich gerne gehört hätte von ja, Sven. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Das aktuelle Sportstudio ist doch in den letzten Jahren, wie du schon richtig gesagt hast, nicht dadurch aufgefallen, investigativ zu recherchieren und tatsächlich kritische Fragen zu stellen. Bestes Sie Beispiel. Sie hatten doch einmal nach diesem Hop-Interview ein kritisches Interview geführt, wurde gedacht, dass jetzt haben sie ihre Lektion gelernt. Ja, aber das war aber doch auch, aber jetzt, wenn die das als hardcore-kritisches Interview gesehen haben, dann lache ich mir doch auch einen Arsch ab. Ja, aber es war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, ne? Also, man sieht ja zum Beispiel auch so ein damaliger Softtalker wie Markus Lanz geht ja in diese kritische Richtung inzwischen. Also, ich habe gehofft, dass wir langsam verstehen, dass wir nicht immer alles so als Gefälligkeitsjournalismus durchwinken können. Das war meine Hoffnung, meine vielleicht auch naive Hoffnung. Und dann kommt wieder so ein Dulli-Interview da mit Markus Anfang. Ja, und zum Beispiel, was ich mir auch halt denke, wenn du so sehr Angst hast, Markus Anfang, vor dieser Impfung, kann ja sein, dass du die hast, ne? Aber dann hol dir da Hilfe. Dann ist das ja nicht mehr einfach nur eine normale Angst, wie sie jeder Mensch vor irgendwas hat. Dann ist das eine sogenannte Angststörung, weil du in deinem Alltag nicht mehr funktional bist vor lauter Angst und halt sogar kriminell wirst aus Angst, wie er das hier dargestellt hat. Dann hol dir bitte Hilfe. Hol dir einen Psychiater, Psychologen, whatever. Arbeite dran, aber leg halt deinen Job nieder, bis du diese Angst überwunden hast. Anders geht's nicht. Du hast zwei Optionen. Entweder du machst den Job, wenn du geimpft bist, oder du wirst nicht geimpft und machst den Job nicht. Und der dritte Aspekt, der da auch nur sehr am Rande vorkam, der Depp hat ja auch noch eine Karnevalsveranstaltung besucht mit seinem Fake-Impfausweis. Ja. Und da kann mir doch keiner erzählen, dass das irgendwie, ich will meinen Trainerjob behalten, deswegen muss ich auf eine Karnevalsveranstaltung in Köln gehen. Also bitte. Denn der wollte dahin, der hatte Bock auf diese Karnevalsveranstaltung und hat da alles andere für ignoriert. Das ist eine kriminelle Energie, das hat mit Angst nichts zu tun. In dem Moment sind diese Karnevalsveranstaltungen. Der scheint ja auch keine Angst vor dem Virus an sich zu haben, wenn er als Ungeimpfter auf so eine Massenveranstaltung da geht. Auch wenn die jetzt 2G war oder 3G, weiß ich nicht mehr. Also, ja, weiß ich nicht. Passt für mich hinten und vorne nicht. Also, ich sag mal so, ein Staatsanwalt hätte diese Argumentationslinie im Kreuzverhör auseinandergenommen und die Chance hat das Sportstudio leider verstreichen lassen. Wundert mich jetzt nicht. Nee, mich auch nicht, aber also, ist halt schlimm, es mal wieder bestätigt zu bekommen, nicht? Ja, das stimmt. Das stimmt. Es ist halt auch für den Otto Normal Fußballinteressierten immer noch ein relativ wichtiges Medium, ne, so ein Sportstudio. Ja. Das muss man halt auch leider ansehen. Ja, genau. Das ist ja, glaube ich, auch die einzige Chance, wo man Live-Bilder aus der zweiten Liga sehen kann. Also nicht Live-Bilder, aber halt Bewegtbilder aus der zweiten Liga sehen kann. Oder ich glaube auch von dem Abendspiel am Samstag, also Bayern gegen Union. Das heißt, die ganzen Bayern-Fans schalten da schon mal ein. Und dann sehen wir eben auch da, wie Markus Anfang seine Opfergeschichte da erzählen darf. Ja, also wie gesagt, verwundert mich jetzt alles nicht. Ich glaube, Markus Anfang fehlen auch vielleicht 3 Umdrehungen im Gehirn. Ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Hat zumindest klare Sätze formuliert und sich da schon artikuliert und so. Also der wirkt ja jetzt nicht irgendwie für mich kognitiv eingeschränkt. Herr Anfang, wir sind schon mit den kleinen Dingen bei Ihnen zufrieden. Wenn Sie den Satz gerade aussprechen können, ja, das schafft nicht jeder Fußballer, ne? Schafft nicht jeder Fußballer. Ja, das stimmt, aber ja, also ich fand Markus Anfang schon immer irgendwie, also auch als er bei uns war, ein bisschen komisch.
Ja. Das hat auch keiner verstehen können, ne? Von den anderen, also von den außenstehenden Fans, dass wir eher ein Problem mit Anfang hatten. Also ich kann mich daran erinnern, als wir ihn damals, das war ja irgendwie 31., 32. Spieltag oder was? Da haben wir den ja entlassen. Spieltag entlassen. Da war ja, ich glaube, der Aufstieg, wir brauchen, glaube ich, noch einen Sieg. Ne? Das, den Sieg gegen, wir wären sogar mit den Punkten aufgestiegen, die er geholt hat. Ja, genau, aber zumindest weiß ich, dass wir danach nämlich gegen Fürth gespielt haben und da 3-0 gewonnen haben. Und ich weiß, dass alle gesagt haben, wie kann man den entlassen? Der macht doch gute Arbeit und das ist doch so ein toller Typ. Also tatsächlich, ich muss immer so dran denken, als nämlich er vor der Saison ja so etwas unrühmlich Darmstadt verlassen hat, waren die Darmstädter ja am Anfang richtig angepisst, dass er gegangen ist. Ich glaube, heutzutage sagt da jeder, ach du Scheiße, das haben wir ein Glück gehabt. Gott sei Dank ist der Kelch an uns vorübergegangen. Weil ich weiß nicht, ob Markus Anfang schlechter Trainer ist, aber ein Übertrainer ist er nicht. Ist auf jeden Fall nach Köln, beziehungsweise ja doch schon nach Köln, eher schwächer geworden. Darmstadt hat er hat sie gehalten, aber jetzt Bremen, mit denen wäre er nicht aufgestiegen. Guck mal, wo Bremen mit derselben Mannschaft jetzt unter Ole Werner steht, Darmstadt mit fast der gleichen Mannschaft jetzt steht. Ja. Also, genau. Ja. Die haben beides mal Fahrt aufgenommen, nachdem Markus Anfang weg war. Ja. Markus Anfang, guck mal drauf. Ich gebe mal einen kleinen Tipp. Ich würde mal drauf gucken. Vielleicht findet man da Parallelen in den Verein wieder. Ja. Ihr dürft eine Wette abgeben. Bei welchem Verein, egal ob Deutschland oder international, wird Markus Anfang das nächste Mal Trainer? Oh. KFC Uerding. Viktoria Köln. Hertha BSC Berlin. Nee. Die haben Alexander Nuri, die haben Jürgen Klinsmann, die haben Felix Magath genommen. Nee. Ich glaube, auch wenn ich der Hertha nichts Gutes wünsche, wirklich absolut gar nichts Gutes, ich glaube, die Zeit der Fehler ist dort vorbei. So viele Schüsse hat Freddy Bobic nicht mehr. Ich glaube, das ist dem wohl bewusst. Und ich glaube, dann wird der nicht so einen Markus Anfang nehmen, der noch nicht adäquat bewiesen hat, dass er ein guter Trainer ist. Weiß man, zu wen Roger Schmidt am Ende der Saison geht? Nach Eindhoven? Ist, glaube ich, noch nicht bekannt. Weil ich könnte es mir halt vorstellen. Ich glaube sogar, die schielen noch eher auf Niko Kovac. Kann mir vorstellen, weil der ja eine härtere Vergangenheit hat. Ach, der hat ja auch keinen Verein gerade. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob die nicht zu arm sind, um sich einen von denen überhaupt leisten zu können. Boah. Also sind Roger deutlich ärmer, als man das wegen Lars Winters vermuten würde, glaube ich. Ja, mit Lars Winters haben sie ja nur ihre Schulden weggemacht. Mhm, genau. Vor allem Lars Windhorst ist tatsächlich auch so ein Punkt, wie gut tatsächlich ein Investor sein kann. Ja. Punkt 3 nach KFC Uerding und 1860 mit Investoren den Profifußball aufdröseln. Teil 3. Ich sag, der hat sich Berlin. Lars Windhorst hat sich ein Millionengeschäft ruiniert, als er gesagt hat, dass die Doku nicht rauskommt. Die Hertha-Doku. Ja, ich hätte die gekauft. Ich hätte die auch gekauft. Ja. Die hätte ich mir auch gekauft. Allein hier schon so Katastrophentourismus-mäßig. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich habe mit Hertha nichts am Hut, ne? Also, ja, hätten bestimmt ganz viele so gedacht wie wir. Auf jeden Fall. Aber vielleicht kommt es ja noch, so als Snyder-Cut quasi. Ja, ich weiß es nicht. Wir werden es erleben. Ist auch egal, wo Markus Anfang hingeht. Wenn ich ehrlich bin, Hertha war auch so halb witzig von mir. Ich glaube, der geht zu irgendeinem ausländischen Verein irgendwo, wo man mit Corona nicht so ernst nimmt, irgendwie Ungarn oder so. Ja. Wo war Lothar Matthäus in Ungarn? Ferenc Kaszwor. Ferenc Varos. Wo auch hier Thomas Doll war und so. Mhm. Der Verein da. Oh, Stöger nochmal.
Auch da irgendwo, ne? Auch in Ungarn, ja. Der schafft aber, seit er aus Köln weg ist, auch nicht mehr viel, ne? Irgendwie, der Peter. Ist er nicht Sportdirektor bei... Austria. Also war denn da nicht Sportdirektor und ist dann als wieder Trainer geworden? Ja, wir müssen das mal, glaube ich, live verschieben, ob wir Blödsinn erzählen, ne? Gott, ich kann den Verein nicht mehr aussprechen. Nemčeti Bajnoskak. Gesundheit. Genau. Also er war Trainer bei Ferenc Gavaros. Davor war er Trainer in Austria Wien. Davor war er Vorstand Sport in Austria Wien. Ja, ja. Und davor halt Trainer in Dortmund. Ja. Aber glaub, jetzt ist er wieder. Ich glaube, das komische Wort war gerade der Name des Wettbewerbs übrigens. Das, ja, der war bei Ferenc. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist der Name der ungarischen Liga, was ich gerade versucht habe auszusprechen. Nemčeti Bajnoskak. Ja, das ist die Liga, ja. Ja. Wertvollster Spieler, Marquinhos, 3,8 Millionen. Aha. Jo, gut, aber das war nur ein kleiner Exkurs. Wir wollten noch einen weiteren Exkurs machen, hatten wir gesagt, Becherwurf in Bochum und Spielabbruch. Eine Sache, glaube ich, traue ich mich nicht on-air zu sagen. Dass ich es war? Nee, das sage ich auch on-air, das ist kein Problem. Ich habe gesehen, ein 38-jähriger Bochumer, habe ich sofort gefragt, was du am Freitag gemacht hast. Nee, aber beim Spiel Bochum gegen Mönchengladbach, wenn da schon leider der Assistent von einem Becher geworfen wird und das Spiel gegen einen der beiden Vereine gewertet werden muss, deswegen hätte ich mir gewünscht, der Becher wäre aus der anderen Ecke geflogen gekommen. Aber natürlich hätte ich mir gewünscht, dass der Becher gar nicht geflogen gekommen wäre, ist ja klar. Ist ja logisch. Ja. Da können wieder hier die Polizei, die Moralpolizei kann wieder zuschlagen. Nein, natürlich darfst, also ist ja logisch, dass du keine vollen Becher auf Menschen wirfst. Das ist doch selbstredend. Muss man, glaube ich, auch nicht weiter hier sich von distanzieren, weil das ist natürlich ein No-Go. Und wenn du ihn dann noch triffst, kann das richtig, richtig schwere Folgen haben. So ein voller Becher, das unterschätzt man ja auch gerne. Ne? Natürlich weiß ich nicht, wie voll der war. Aber selbst wenn da irgendwie 100 Milliliter drin sind, der war nicht voll, wahrscheinlich. Ne? Also selbst wenn da vielleicht irgendwie 0,1 drin war, das sind über 100 Gramm, die halt beschleunigt werden, in so einer Halbparabel fliegen. Das ist halt, du kannst einen Menschen mit einer Münze töten, wenn die aus einer hoch genug Höhe runtergeworfen wird, zum Beispiel. Das unterschätzen manche Leute, was so ein Wurfgeschoss an Speed bekommen kann. Und man sieht ja, dass der Assistent ja auch, also der ist ja verletzt. Der hat ja irgendwie ein Schädeltrauma oder irgendwas. Also ein Schleudertrauma, ich weiß nicht genau, was er hat. Also der hat ja nicht nichts. Das ist ja nicht, dass er sagt, ich habe ein bisschen Kopf und Schädelprellung, glaube ich. Oder ja, sowas. Schädelprellung, das ist ja auch nicht wenig. Ne? Das ist ja schon, wie wenn du mit dem Fahrrad irgendwie dich auf die Nase legst oder so und dabei dir den Kopf aufstößt. Und das ist natürlich Körperverletzung. Und da muss der Mann, der es geworfen hat, der wurde ja scheinbar ermittelt, da muss der auch rechtlich für belangt werden. Und das wird auch nicht wenig sein, was der da kriegt. Ne? Also, ja, der kriegt ein Stadionverbot. Ja, das ist ja noch wenig. Ja, aber zivilrechtlich. Der wird auch zivilrechtlich belangt werden. Aber ist das so? Muss nicht bei zivilrechtlich der Schiri, ja, würde ich, also wenn er das wäre, würde ich das aber tun. Also, wow. Ja, es wird. Ja, geht nicht. Geht einfach nicht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass dieses Werfen von Gegenständen finde ich sowieso hoch fragwürdig. Also ich meine. Ja. Das ist, also eine Sache ist, wenn man, weiß ich nicht, es fällt ein Tor und dann ist dieses typische, wenn man im Stehplatzbereich steht, diese Bierbecher fliegen in die Luft. Das ist ja was anderes, das schmeißt man ihn ja hoch. Also trifft sich tendenziell eher selber als alle anderen. Aber das ist ja ein gezielter Wurf auf einen Dritten. Ich muss es gestehen, ich habe tatsächlich ein anderes Spiel außer das FC-Spiel gesehen. Weil ich hatte nämlich Besuch von meinem Schwiegervater, seines Zeichens Gladbach-Fan, der mich genötigt hat, dieses Spiel zu gucken, weil sein DAZN-Zugang abgelaufen ist und er zu geistig ist und er zu geistig ist, sich einen zu holen. Und dann habe ich ihm versucht zu erklären, wie er sich mit meinen Anmeldedaten dort einloggt. Wie das mit älteren Menschen nun mal so ist, war das schwierig. Und dann habe ich gesagt, ja, dein Herrgottsnamen, dann komm doch zu mir, dann gucken wir das bei mir.
Ich habe tatsächlich ehrlicherweise gehofft, dass die Gladbacher da irgendwie richtig auf die Nüsse kriegen. Und ich habe den Zeitpunkt des Becherwurfs nicht verstanden. Weil A war Bochum am Drücker. Und ja, war alles irgendwie sehr skurril. Ich habe das nicht gesehen. Also war das nicht, dass der irgendeine Entscheidung trifft und das, Nein, sich daran der nein, Unmut dann nein, nein, geäußert nein. hat? Also Okay. das war jetzt nicht so, dass da irgendwas war, dass da irgendwie eine strittige Aktion, also war ein Abseits, aber jetzt auch ein klares Abseits. Also das war auch kein Spiel, wo man sagt, Mensch, da hat der Schiedsrichter aber tatsächlich oder der Schiedsrichterassistent haben Fehler begangen und es waren noch 5 oder 20, 25, 22 Minuten zu spielen und Bochum war tatsächlich nicht drauf und dran, das 1-2 zu machen, aber war tatsächlich auf dem Weg, zumindest auf den Anschlusstreffer zu spielen. Und ich verstehe das nicht. Also wenn das jetzt einer gefrustet in der 89. Minute so einen Becherwurf macht, auch das ist scheiße, aber dann hätte ich zumindest menschlich könnte ich das mehr nachvollziehen als den Becherwurf in dem Spiel zu dem Minutenstand. Ja, ich meine, selbst wenn du in der letzten Sekunde halt ein Tor wegpfeift, darfst du natürlich keine Nein, Wurfgeschosse auf den Menschen werfen. aber das kann ich von der Aktion her, von dem Frustpotenzial zumindest besser nachvollziehen als ein Spiel, wo du ohne Schiedsrichter Fehlentscheidung 2-0 in der 70. zurückliegst. Tatsächlich, und ich glaube tatsächlich, Gladbach ist ja jetzt nicht so gefestigt in der Saison, wenn die das 1-2 sich fangen, dann weiß ich nicht, ob die Gladbacher tatsächlich so gut sind, das über die Zeit zu bringen, weil die haben ja ordentlich dann, die flattern dann ja doch durchaus mal FCS sozusagen und weiß ich nicht. Klar, und gerade Bochum ist ja eine Mannschaft, die auch noch mal im eigenen Stadion da so Leidenschaft entfachen kann und dann auch auf den Ja. Ausgleich drängen kann, ne? Was Aber ich das. nur, was ich nur sehr befremdlich fand, die haben ja nicht das Spiel sofort abgepfiffen, sondern sind ja erst in die Kabine gegangen. Also man hat gesehen, der Schiedsrichterassistent packt sich an den Kopf, also sackt so in sich zusammen, dem wird dann aufgeholfen, die Bochumer Spieler rennen da Richtung Fans und gestikulieren natürlich, was soll die Scheiße, bla bla bla. Dann gehen die in die Kabine, dann dauert das und dann kommt diese Sky-Berichterstattung. War das nicht der Sohn? The Zone. The Zone meine ich, The Zone Berichterstattung. Und da habe ich teilweise gedacht, so, Junge, Junge, Warum? Ich habe Junge. sie wirklich nicht gesehen. Also nimm mich mal mit. Was waren da? Also es war so, ja, jetzt müssen wir hier Haltung zeigen, die Ach, okay. Fans. So ein Und dann denkst du dir Kai-Sittmann so, Moment. ja, Ja, aber war das nicht sogar ein ehemaliger FC-Spieler, der da, ich sag mal, eher in Richtung Blödsinn kommentiert hat oder erzählt hat? war da nicht Sepp Kneisel, habe ich auch mal gehört, jetzt in einem anderen Podcast? Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer. Also es war nicht Sascha Bigalke wie sonst bei den DAZN-Spielen jetzt. Auf jeden Fall war halt der zweite in der Analyse-Ecke war halt, also wie man da den Kontext zu den Geschehnissen in der Ukraine ziehen kann, ist für mich halt einfach Benny Laut. wie Benny Laut. Ah, okay. Michael Kein Born war FC-Spieler. Kommentator. Ja, ich verstehe es dann. Wie kann man bei so einer Aktion, also bei sowas, dann irgendwie eine Brücke bauen, dass man das Thema Ukraine noch mit reinbekommt? Also das ist das, Ja. was ich gar nicht Ja. verstanden habe. Ja. Ich meine, ja. Also das sind zwei komplett verschiedene Ja, Dinge. ja. Das ist Und auch es ist, Linksverharmlosung, klar. und was ich auch so schlimm fand, dieses, ja, und die Bochum-Fans, dieses Haltung zeigen. Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Wenn, also tatsächlich weiß ich aus nächster Nähe, dass tatsächlich, also ein Nachbar von mir sitzt unweit dieses Blockes. Und hat das so aus dem Augenwinkel gesehen. Da sind vier Leute raus, einer ist rausgestiegen und vier Leute sind sofort hinterher, um den sich wohl zu greifen, um den zu halten und dementsprechend
dann vielleicht namentlich zu, also das ist jetzt nicht so, dass die Bochumer den geschützt haben, sondern tatsächlich, der hat sofort die Flucht ergriffen und da sind 4 Leute hinterher, die mit da im Block waren. Okay, das finde ich zum Beispiel gut, wenn da so eine Selbstreinigung ist. Und nicht in nächster Nähe. Und ganz ehrlich, das sind, klar ist das scheiße, wenn da zum ersten Mal wieder ein volles Stadion ist. Aber ich meine, das hatten wir doch auch schon beim FC. Wir hatten doch auch schon diesen Typen, der da vom Oberrang Böller runterwirft. Ja, aber was sollst du denn machen? Selbst wenn der neben dir steht und den Böller zündet und wirft, dann soll ich da hinterher springen und den Böller aufessen oder was? Was soll ich denn? Also, wenn ich es nicht mehr verhindern kann, dann kann ich den Typen nur festhalten und ihn das an das Ordnungspersonal abgeben und eine Aussage machen. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe. Und ich kann als Bochum-Fan sagen, das ist scheiße. Punkt. Oder als Fan meines Vereins. Ja, und dazu ich habe auch keinen Bochum-Fan gehört, der gesagt hat, das war aber eine geile Aktion. Ja, ähnlich hat der Schiri mal abgekriegt. Nee. Ach, das ist und ganz das falsche Richtungen, die man denkt. Dann. Und dann denke ich mir so, was für ein Bullshit. Also ich meine, das ist eine richtig scheiß Aktion und es ist auch komplett richtig, das Spiel da abzupfeifen, weil das ist halt auch so während den Anfängen. Ne, das ist auch Exempel, also das ist auch klare Kante zeigen und ich glaube, nach weiß ich nicht wie vielen Jahren wurde zum ersten Mal wieder ein Spiel deswegen abgebrochen. Ich glaube, irgendwann war es mal bei St. Pauli oder gegen 2011 habe ich gelesen. Ja. Und ich, wie gesagt, ich finde das komplett richtig, nur ich finde, dann darf man diese Spirale dann auch nicht zu weit drehen und willst du jetzt nur noch irgendwie so Trinkpäckchen im Stadion verteilen, oder? Ja. Weil ganz ehrlich, wenn ich jemanden treffen will, dann schmeiße ich ein verschissenes Handy. Dann schmeiße ich irgendwas anderes. Oder ein Feuerzeug reicht ja auch. Oder ein Feuerzeug oder was auch immer. Also ja, du musst ja halt entscheiden, ne? Also ja, sagst du als DFL, wir machen das jetzt noch klinischer alles, als es eh schon ist, und bauen um jedes Stadion so komische Aquariumwände drumherum, dass da gar nichts mehr fliegen kann. Nur so Eishockey-Plexiglasscheiben irgendwie. Aber du kannst auch beim Eishockey dann noch über die Plexiglasscheibe schmeißen. Die muss bei Fußballfans dann bis oben hin machen, bis zum Dach. Aber wer geht dann noch hin? Wer stellt sich da in diesen Glaskasten rein und macht dann hinter einer Wand irgendwie Stimmung? Dann kommen wirklich nur die Red Bull Holy Bulls dahin, aber doch keine Fußballfans im klassischen Sinne mehr. Das willst du ja auch nicht, ne? Also, aber guck mal, aber wie, also das ist ja jetzt kein Massenphänomen. Stopp. Bochum hat am Tag vor dem Spiel ein Video veröffentlicht, wo sie darauf hingewiesen haben, bitte werft nicht eure Becher. Also das muss da schon ein größeres Problem sein. Anscheinend konnten die anderen nur schlechter zielen oder haben bewusst daneben. Aber das gibt's doch auch in anderen Stadien. Ja, natürlich. Aber du hast ja gerade gesagt, es wäre ein isoliertes Phänomen. Das ist es ja nicht. Ja, aber dass da jemand getroffen wird. Ja, aber das liegt das daran, dass die bis jetzt Glück hatten? Oder woran liegt das? Ich glaube eher, das war unglücklich. Ich habe die Szene jetzt nicht genau vor Augen. Ich finde halt, also normalerweise wir müssen halt auch das aushalten können, dass halt mal ein Bierbecher oder so aufs Spielfeld fällt. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Das Problem ist ja dann eher, sobald eine Person getroffen wird von den Offiziellen, von den Spielern, dann hast du das Problem. Dass jetzt der Becher auf dem Rasen liegt oder hinterm Tor, ist ja jetzt nicht das Thema. Das hast du jeden Spieltag in jedem Spiel. Vielleicht jetzt nicht bei Wolfsburg, aber das hast du bei jeder Mannschaft hast du das. Da fliegt halt der Bierbecher hinters Tor oder an die Seitenlinie. Das Problem ist nur, sobald dann die Person getroffen wird, dann musst du sofort reagieren. Und so wie reagiert wurde, ist komplett richtig, weil das ist halt auch nochmal ein Zeichen an die ganzen Amateure. Weil wir hatten ja schon letztes Jahr oder vor 2 Jahren das große Thema Rudelbildung, dass die Schiedsrichter nicht geschützt werden und dann sich das halt alles auf den Amateurbereich auch nochmal auswirkt. Und wenn wir dann hingehen und sagen, okay, wenn jetzt ein Offizieller von einem Becher abgeworfen wird, dann das Spiel für 20 Minuten, weil die erste die erste Stufe gezündet wurde, von dem der Stufenplan erst wirkt, dann ist das die komplett falsche Richtung und dann musst du halt sofort das Spiel abbrechen. Und ich finde auch, da sollte man auch nicht zwischen Spieler oder Schiedsrichter unterscheiden.
Nö. Und Auch nicht Trainer oder so. ich stelle Auch mir da nicht. gerade vor, stellt euch mal vor, das Spiel wäre nur unterbrochen worden, dann wäre das gleichzusetzen gewesen wie mit den in Anführungszeichen Schmähungen von Dietmar Hopp. Ja, und dann genau. Also ist, Ja. ich bin voll bei euch. Das geht nicht. Das darf nicht passieren. Das ist zu ächten. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da dieses Zeichen zu setzen und das Spiel abzubrechen. Weil, ne, ich meine, dann beim nächsten Mal fliegt ein Böller. Das gab es ja jetzt auch in der Regionalliga beim Spiel Rot-Weiß Essen gegen Preußen Münster. Münster. Sind aus dem Essener Fanblock Böller auf die sich warm machenden Spieler von Münster geschmissen worden. Ich meine, das ist, ich finde das sowieso immer sehr witzig, dass sich die Spiele ja hinter dem Tor des eigenen Torhüters warm machen und gegebenenfalls direkt an der Heimtribüne das machen, wo ich mir immer denke, so, wer denkt sich eigentlich sowas aus? Ja, das war das Problem. Irgendwann fühlt es halt so nach Aber Reinigung des Fußballs, dass alles klinisch wird, das möchte ich sagen. Da machen sich vielleicht die Spieler nur noch in den Katakomben warm, weil da irgendwelche das wird Gefährdungen nicht. die, ich Aber würde dazu eher, führt es ja. Also, das ist doch also wenn, genau dann das, würde es worauf eher es dazu, hinausläuft. wenn, dann würde es ja eher dazu führen, also wenn wir jetzt mit diesem Spielerbeispiel bleiben, dass sie sich wie in der in den internationalen Spielen an der Seitenlinie halt warm machen und nicht direkt hinterm Tor. Ja Aber gut, wie wobei der gesagt, Becher das, kam ja von der Seitenlinie jetzt, ne, in dem Fall. ja. Das war halt unglücklich. Wir müssen halt was aushalten können. Vor allem, weil halt auch so die Stadien auch dazu halt ein bisschen ausgerichtet sind. Hört sich jetzt falsch an, aber Freiburg oder so, da, ich glaube, das war im Rasenfunk gestern, da haben sie erzählt, dass da die Kameraleute einfach mal ein Dach über dem Kopf hatten, weil anders ging es nicht, weil sie halt sonst die ganze Zeit Bier oder so abbekommen haben. Aber der Punkt ist halt, sobald halt eine Verletzung, also sobald halt ein Offizieller verletzt wird, sei es auch nur leicht, geht das nicht. Da muss das Spiel abgebrochen werden. Und da finde ich es halt auch gut, die Reaktion zu sagen, okay, wir brechen das Spiel ab und der Schiedsrichter geht halt direkt ins Krankenhaus, weil Thema Kopfverletzung im Fußball ist halt auch nochmal da, ne? Und das Genau. ist ja, jetzt eher mal eine in Anführungszeichen leichterere Sache, als wenn jetzt zwei Spieler mit 70, mit 30 km/h oder so aufeinander zurasen und den Kopf gegeneinander stoßen und 3 Minuten später weiterspielen. Ja, nee, sehe ich genauso. Ist auch gut, dass man da eben dem Schiedsrichter halt die Möglichkeit gibt, halt ins Krankenhaus zu kommen und sich vielleicht vernünftig irgendwie CT'en zu lassen oder irgendwas, weil du ja auch nicht weißt, was da passiert sein könnte eventuell, ne? Gerade mit so Schleudertrauma, da kannst du überhaupt nicht spaßen. Was mir so ein bisschen in der, ist, wir sind wieder beim Thema Medien und Umgang von Medien, so ein bisschen daran nervt, dass sowas halt in allen Gazetten und wahrscheinlich bei Bild und Welt und so riesengroß im Untergang des Abendlandes. Ja, also es wird zu Recht darüber berichtet, ja. Worüber aber deswegen gar nicht berichtet wurde, weil das total im Hintergrund war, ist, dass da schon wieder jetzt so eine staatliche Willkür gegen Fans, gegen Fußballfans stattgefunden hat. Habt ihr diese Videos aus der Straßenbahn da in Gelsen, also von Gelsenkirchen dann auf dem Weg nach, ich glaube, Düsseldorf haben die gespielt. Habt ihr die Das war gesehen? Hamburg. Hamburg. Hamburg Hamburg? in Gelsenkirchen auf dem Weg nach Hamburg. In, Düsseldorf. ja, so war Das das, okay. ist, ja, doch, Hamburg in Gelsenkirchen auf dem Weg nach Düsseldorf. Ja, auf jeden Fall wurden die halt wieder irgendwie stundenlang oder mindestens eine Stunde lang in so einer U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn da eingesperrt. Ah, S-Bahn, ja. Ja, S-Bahn. Aber halt ohne Grund. Genau, stimmt, der HSV hat in Düsseldorf gespielt, richtig, bei Daniel Aber Thun. da bin ich. Das ist ja ein ganz anderes Thema, würde ich Das sagen. ist, ich wollte Ja, aber gerade es wurde sagen, überhaupt das nicht ist. berichtet. Also ohne diese Videos auf Nö, Twitter hätte ich da warum nichts von auch? erfahren. Dann Ja, warum also auch? wie, warum auch? Weil sich Das, da der was. Staat seine Grenzen Ja, überschreitet. aber das, was ja gegen Fans gemacht wird, das interessiert ja doch Ja, nicht den weiß ich. Hans-Jürgen Aber genau aus. das prangere ich ja gerade an dieser Stelle hier an, dass das nicht berichtet Ja, wird. Das ist klar. Freiheitsentzug von staatlichen Seiten. Ohne Aber ganz Anlass. ehrlich, Das darf der Staat nicht. aber das hat doch jeder von uns Ja, natürlich. Aber es kann nicht sein, miterlebt. dass wir es als normal hinnehmen. Dass wir sagen, jetzt wo wieder Fans da sind, kommt auch die staatliche Willkür Ja, zurück. aber du hast doch, also ich kann mich daran erinnern, als die ersten Spiele wieder, also diese, ich sag mal, diese Zeit um das Gladbach-Spiel, um das Derby von uns, also das, als wieder Fans im vollen Stadion waren, kam bei Bild.de ein Bericht, kommt jetzt die Gewalt wieder zurück ins Ja, Stadion. natürlich.
Das ja, das stört mich ja, diese Einseitigkeit. Das Clickbait. Ja, natürlich, aber trotz allem kann es doch nicht sein, dass gar kein Medium über sowas berichtet. Aber ja, welches doch denn? Schon. Aber welches also, denn? Wenn dann die ersten, würde ich sagen, sind die Elf-Freunde, die dann. Ja, genau. Ja, aber gut, okay. Aber, ja, aber okay. Die Elf, aber das sehe ich jetzt aber nicht als, auch als eine Mainstream-Medium. Ja, genau. Aber von der TAZ kann man das schon erwarten, von der Taz. Von der Taz, finde ich jetzt. Die kommen ja aus einer, sagen wir mal, eher linken Richtung. Das ist doch eigentlich schon Wasser auf deren Mühlen. Warum wird sowas nicht berichtet? Das ist halt, geht halt auch nicht. Ist eine ganz andere Geschichte als dieser Becherwurf, klar. Aber mich stört einfach diese Unausgewogenheit in unserer gesamten Medienberichterstattung. Du hast ja auch nicht als Medium vorzuselektieren, was deine Leser interessiert, normalerweise. Ein seriöses Medium jetzt, nicht Bild und Welt, sondern, keine Ahnung, Tagesschau oder irgendwas. Die haben doch nicht zu entscheiden, was interessiert unsere Leser oder Zuschauer oder so, sondern die müssen doch berichten über das, was passiert und was eine allgemeine Relevanz hat. Und dann hat der Becherwurf doch jetzt Relevanzfaktor auch nicht so viel höher, als wenn da irgendwie 20.000, 10.000 oder was in so einer Straßenbahn eingesperrt werden von staatlichen Gremien. Ich bin immer wieder überrascht. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob man das über einen Kamm scheren sollte. Aber tatsächlich ja. War ich immer wieder überrascht, wenn hier so Corona-Demonstrationen stattfinden. Und ich bin irgendwann mit dem Auto gefahren, auf dem Weg nach Hause und bin irgendeines Montags in so eine Corona-Demo, so ein Corona-Marsch und Freiheitsmarsch, wie auch immer die das genannt haben, reingeraten. Also die Leute sind über die Straße, über eine normale, befahrene, vierspurige Straße gelaufen. Da sind drei Polizisten vorgegangen. Also nochmal, die kommen auf Autos, die stehen zu. Ich habe dann wieder stehen geblieben. Meint ihr etwa allen Ernstes, dass irgendeiner der Polizisten irgendwas gemacht hat, als so ein Schwachkopf mit so einem Gittermaske auf mein Auto gehauen hat? Ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich aussteige und dem mit meinem Arbeitsschuh mal richtig in die Fresse treten muss. Die Ketten sind einkassiert. Da kannst man ausgehen. Na klar. Ich habe das ein oder andere Werkzeug in meinem Auto, mit dem man sicherlich so Leute massiv verletzen kann. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, auszusteigen, hinter dem herzulaufen und mit so einem fetten Imbusschlüssel dem richtig einen über den Kopf zu ziehen. Vor allem hättest du dann auch aufpassen müssen, dass wenn du irgendwie kenntlich machst, dass du FC-Fan bist, dass du nicht dann noch in der Gewalttäter-Sportakte landest. Wahrscheinlich. Ja. Jetzt müssen wir aber auch einmal anmerken, bevor dann die Moralpolizei kommt. Natürlich ist es unverhältnismäßig, wegen der Beule in deinem Auto, dem Typen da den Kopf einzudellen. Sollten wir vielleicht auch mal darauf hinweisen. Beule gegen Beule. Ja, ja. Das ist die Frage. Aber jetzt mal ernst. Ich habe dem ja nichts getan. Ich saß einfach seelenruhig in meinem Auto, habe abgewartet, bis da die Dullis vorbeigehen. Da geht der mal aus und haut volle Kanne auf das Dach drauf. Und da habe ich dir gesagt, pass auf, du Hurensohn, dass ich habe das Wort auch benutzt, dass ich dann gleich nicht rauskomme und dir den Anus erweitere. Aber hat nicht mehr viel gefehlt. Also meine Laune war da nicht die beste. Und tatsächlich, ich glaube, das haben die Leute, die auf mein Auto zugelaufen sind, wahrscheinlich gesehen. Die haben einen größeren Bogen um mein Auto gemacht. Aber. Ja. Es ist doch klar, dass es gewisse Tendenzen gibt, die eher, sagen wir mal, wie tue ich das jetzt aus, ohne mich hier komplett strafbar zu machen? Es gibt Bewegungen in der Gesellschaft, die weniger hart verfolgt oder sanktioniert werden, als wenn du einfach ganz schnöder Fußballfan bist. Und ich behaupte auch mal, wenn das jetzt keine Montagsdemo gewesen wäre, wo du reingeraten bist, sondern irgendwie eine Antifa-Demo mit ein paar Schwarzkutten gegen G20 oder so, hätten da auch nicht drei Cops gestanden, sondern 3000 oder so. Ja, man hätte wahrscheinlich auch gar nicht mehr da. Bin ich bei dir. Aber ne, also das ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie oft ich beim Fußball Situationen hatte und ich bin sicherlich kein Allesfahrer, wo ich gedacht habe, so, das ist unverhältnismäßig. Komplett. Und das, wie gesagt, ich glaube, auch da muss man
sicherlich beide Seiten sind. Ich glaube, auch die Polizisten haben da sicherlich keinen einfachen Job, weil du den Leuten, glaube ich, nicht ansiehst, nicht immer direkt ansiehst, wie die drauf sind. Die erleben auch bei so Fußballspielen bestimmt genug Scheiße, ja. Aber trotzdem, ich bin da bei dir, die Berichterstattung ist da nicht ausgewogen. Die ist komplett unverhältnismäßig. Aber schon seit Jahren, Ja, also. natürlich, klar. Es fällt einem jetzt alles auf, wenn das so alles wieder in geballter Form jetzt zurückkommt wegen Ja, der also Haltbahn, wegen der Rückkehr der ich Fans. bin immer wieder, ich muss immer wieder lachen, wenn du dann hörst, so, ja, wenn, weiß ich nicht, da wird berichtet, ja, die Fans, wir brauchen die Fans im Stadion, und dann kommen die Fans im Stadion und dann berichten die gleichen Medien, die gleichen Hetzmedien von, jetzt kommt wieder die Gewalt ins Stadion und jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass unser Fußball, so, ja, und dann. Ja, und das Problem ist, dass der Volltrottel in Bochum den Leuten noch in ihr Narrativ reingespielt hat. Die können jetzt immer sagen, habt ihr nicht, haben wir euch doch immer schon gesagt, seht ihr hier, der Schiedsrichter, der wurde tätlich verletzt, Ja, der wurde ins Krankenhaus geprügelt, wurde der. also ich sag mal so, also da, aber es gab doch immer schon, also tatsächlich, das gibt es überall, wo eine größere Menschenansammlung ist, hast du in der Regel genug Idioten dabei, die das ganze Ding sprengen können. Natürlich, da reicht ja ein Idiot im So Zweifelsfall, sieht's ne? aus. So sieht's Klar, aus. aber Also trotzdem ist es doch Wasser auf die Mühlen der Leute, die dieses Narrativ stricken wollen. ja, das stimmt. Ist natürlich auch einfach, ne? Ja, klar. Und jetzt hast du halt das Bild dazu. Jetzt hast du wieder die Bilder geliefert. Du musst ja nur diesen Schiri da zeigen, wie er auf das Knie gegangen ist und sich den Kopf irgendwie dröhnend hält. Und schon hast du die Bilder für dein Narrativ als Bild oder Welt oder so. Und das, ja. Danke für diesen Bärendienst, lieber Trottel da aus Bochum. Nicht nur, dass er Ich den Typen bin. verletzt hat, nee, also das hatten die Griechen noch nicht entschieden, aber da haben die Urteile noch. Nicht nur, dass du einen Menschen verletzt hast, du hast auch noch irgendwie 30.000 Leuten den Abend versaut, weil das Spiel abgebrochen wurde oder wie viel auch immer da in Bochum reinpassen. Du hast deiner Mannschaft vielleicht noch einen Punkt gekostet. Schlimmstenfalls hast du deiner Mannschaft noch Fanausschluss gekostet, dass jetzt wieder keine Fans rein dürfen. Ja, gut gemacht, du Held. Super, ganz, ganz toll. Und apropos Fans und so nicht rein dürfen, da dürfen wir jetzt, glaube ich, gleich noch eine Breaking News veröffentlichen. Wir haben nämlich eine Hörerfrage bekommen. Und die, Marco, darfst du jetzt gleich mit deinen Insider-Informationen beantworten. Ich suche gerade, wer sie gestellt hat. Und zwar war das der, weiß ich nicht, finde ich gerade nicht. Auf jeden Fall ein netter, lieber Hörer, dem wir ganz herzlich für seinen Input danken. Der hat nämlich gefragt, kommen jetzt die Fans zurück? Und da weißt du mehr als wir, Marco. Ja, also tatsächlich, nachdem ich das heute auch einmal gelesen habe, dass Stand jetzt die aktive Szene wieder zurück ins Stadion kehrt, kann ich aus meiner Informationsquelle aus der Südkurve berichten. Ich habe die einmal angefunkt. Sofern keine Auflagen sind, gehen sie wieder rein. Und die Frage ist halt, ob und wann die Auflagen fallen. Also das ist ja auch noch nicht so ganz klar, ob NRW Hotspot wird oder nicht. Sollte es, ich sag mal, einen unbegrenzten Stadioneintritt wieder geben, wird die aktive Fanszene im Spiel gegen Mainz wieder vor Ort sein. Und so wie es jetzt aussieht, werden sie auch beim Auswärtsspiel bei Union Berlin sein. Ja, krass. Es war auch für mich so, dass ich war gegen Dortmund ja im Stadion und es war so für mich das Einzige, was halt wirklich noch so gefehlt hat. Ja. 50.000 Leute, die Hymne wird gesungen, überall Gänsehaut und Man hat ja sogar gesehen, dass einige Biene-Maja-Trikots in der Südkurve waren, ne? Also das ist, das. oh Gott. Ja. Es ist so schwer, beim FC Karten zu Ja, bekommen. Und dann ja. siehst du die Ganz. ganzen Wichser auf dem. Ich meine, dass das in Leverkusen stattfindet, das wundert ja nicht mehr. Aber ich verstehe das nicht. Was ist mit den FC-Dauerkarten, mit Inhabern nicht richtig? Die sollten, also meiner Meinung nach sollten sie halt alle irgendwie eine Sperre bekommen für ein paar Spiele, dass sie ka keine Karten kaufen dürfen. Ja, sehe ich genauso. Also die haben da Ganz nichts zu einfach. suchen. Und da muss man sich schon wünschen, dass da die Ultras sind und dafür sorgen, dass die Kurve da Das ist aber auch barrierefrei mit bleibt. der aktiven Fanszene.
Also im Oberrang ist Ja, Oberrang, ja klar. Alles erlaubt, so Oberrang gefühlt. Bestimmt, ja. Wobei ich meine, ich hätte auch im Unterrang welche gesehen auf der The Zone, wenn die so in die Kameraperspektive gegangen sind. Aber ich weiß es nicht. Ja, die haben halt nichts zu suchen. Das ist ja schade, dass es so ist. Ich finde auch den Support ohne Ultras nicht so geil bei uns, ehrlich gesagt. Nein, ist es auch nicht. Also es fehlt, also das, ja, er ist spielbezogen. Aus dem, es, genau, es ist spielbezogen und es ist halt. Ja. Du brauchst halt einfach wesentlich mehr Vorlauf, weil erstmal einer sich überlegen muss, ja, was machen wir denn jetzt? Hör mal, jo, machen wir was? Jo, komm, wir machen Common FC. Also es ist halt auch immer, es ist halt, also auch wenn man jetzt sagt, naja, die aktive Fanszene, die haben ja auch immer nur ihre drei gleichen Lieder, aber tatsächlich ist es noch eindimensionaler, wenn sie nicht da sind. Ja, und ja, also es war natürlich schon geil, wie das ganze Stadion halt diese Thielmann-Gerätsche bejubelt hat. Ja. Also das ganze Kölner, der ganze Kölner Teil des Stadions. Aber auch das war ja anders bezogen, wie ihr gesagt habt. Also da braucht es ja auf dem Platz einen Trigger, der das auslöst. Nur so dieses, in so einem Spiel kannst du eine Mannschaft halt auch mal noch zu einer Schlussphase peitschen irgendwie als Stadion, ne? Ja. Gerade jetzt, dass du nochmal irgendwie so, komm Jungs, noch einen Angriff. Jetzt ist die 90. Ihr habt eine Ecke oder irgendwas, das da nochmal so richtig die letzten paar Prozentpunkte rauskitzelt oder dieser lange Einwurf von Easy am Ende nochmal oder so. Und das, ja, das glaube ich, kriegst du als nicht organisierte Fanszene halt nicht hin, dass da irgendwie so eine Massenbewegung passiert, dass alle im gleichen Strang ziehen, weil da brauchst du halt irgendwelche Leute, die es in die Hand nehmen, das Ruder. Das hatten wir jetzt nicht. Ich hoffe also insofern, dass die Ultras dann zurückkehren, vor allem, weil sie auch dann vermutlich mal die erste Choreo seit wie vielen Jahren? 4 oder 5 Jahren oder so wäre. Wenn man ja bedenkt, dass vor Corona da auch Choreo-Verbot war. Und dann ist ja gerade gefallen am ersten Tag, wo nicht mehr die Ultras dann da waren, am ersten Spieltag. Vor allem also, war das auch noch das Spiel gegen Mainz. Ja, genau. Also, da würde ich auch einen Zirkel schließen, ganz genau. Aber ich habe leider bei dem aktuellen Kurs der Bundesregierung unter Leitung von Bundeskanzler Christian Lindner nicht das Gefühl, dass wir bis dahin in Köln kein Hotspot sein werden. Das ist meine Sorge an der ganzen Geschichte. Wenn du halt die Masken, guck halt nach Österreich, die haben eine Inzidenz von 3000 noch was, seit sie die Maskenpflicht gekippt haben. Jetzt haben wir in Deutschland die Maskenpflicht gekippt. Was wird wohl passieren bis in den nächsten 2 Wochen oder 3 Wochen, bis das Spiel stattfindet? Also ich finde ganz ehrlich, ja. im Stadion war das mit 25.000 Leuten genauso wenig ein Problem, vor allem, weil alle Mannschaften die Fans nebeneinander gesetzt haben. Ja, habe ich auch also, nicht kapiert. Das meine ich aber gar nicht, aber es geht ja um diese Hotspot-Regelung, ne? Darum geht es mir jetzt nur. Ich will nicht jetzt diskutieren, ob im Stadion Ansteckungsgefahr besteht oder nicht, das ziehe ich mir nicht an den Schuh, kann ich auch gar nicht beurteilen, aber die Stadt guckt ja nur auf die Zahlen. Die machen ja nicht hier, der FC darf und die Haie dürfen nicht oder irgendwas, die gucken halt auf die Zahlen und wenn du Hotspot bist, dann gelten da wieder Auflagen und dann werden die Ultras vermutlich sagen, wir kehren nicht zurück. Also da wäre jeder gut beraten, wenn man sich vielleicht ja selber testen würde oder so, bevor man rausgeht, um diese Zahlen klein zu halten, wenn man sich denn wünscht, dass wieder alles normal wird. Man kann aber nicht einfach so tun, als wenn das Virus jetzt weg wäre, weil so läuft es leider auch nicht. Ach, wir sind Köln, wir sind das ganze Corona-Gebäsche ja schon gewohnt. Es hätte noch immer Gladbach, sei es Karneval zweimal, also. Ja. Ist ja auch, irgendwas ist ja auch immer, ne? Das ist ja ein Angriffskrieg, als wieder Karneval war. Also wahrscheinlich auch die Schuld des Karnevals. Ja, naja, gut. Wir werden es erleben. Vielleicht habe ich auch das gerade so pessimistisch gezeichnet. Ich weiß es nicht. So, wir haben noch 2, 3 Hörerfragen. Dann machen wir aber auch für heute den Deckel drauf, weil jetzt haben wir lang genug, glaube ich, verschiedene Themen hier besprochen. Die allermeisten haben wir schon im Laufe der Diskussion beantwortet. Deswegen muss ich die jetzt nicht mehr einzeln alle durchgehen. Wir haben schon über Louis Schaub gesprochen, über Sally Özcan gesprochen, wir haben über den Job vom Ruhrpott-Tennis gesprochen, über Sallys Nationalmannschaftsambitionen, das haben wir alles. Wir haben aber dann noch eine Frage bekommen vom @cf5fc. Schaffen wir es, das Tempo und die Intensität in den letzten 7 Spielen durchzuhalten? Rotation stoppt uns ja anscheinend nicht. Ich sag, wir werden das auf jeden Fall hinbekommen. Also wir merken halt auch wirklich gerade, dass es klappt auch mit einer anderthalb ersten Elf. Da werden wir auf jeden Fall, da sollten wir eigentlich wenig Probleme haben. Also ich sehe da weniger Probleme. Vor allem, also ich habe ja damals schon gedacht, als Skiri ausgefallen ist, okay, jetzt haben wir ein Problem, aber das ist ja auch nicht passiert. Ja,
Ja, wir haben es jetzt jeden Ausfall irgendwie kompensiert bekommen. Das ist auch eine ganz große Leistung. Vorher hättest du ohne Hector und Skiri, glaube ich, keinen Blumentopf gewonnen in vergangenen Saisons. Ja, das finde ich toll. Ich habe auch das Gefühl, die Mannschaft hat Bock auf dieses große Ziel. Die Mannschaft will sich selber belohnen für die tolle Saison. Steffen Baumgart ist ein sehr ehrgeiziger Trainer. Also ich sehe jetzt noch keinen Grund, dass wir einbrechen sollten. Wenn es halt am Ende nicht reicht, ja, haben wir schon mal gesagt vorhin, ne, dann ist das so. Das wird aber keinem Einbruch zugrunde liegen, sondern vielleicht daran, dass halt Mannschaften wie zum Beispiel Eintracht oder Union vielleicht schon einen Schritt weiter sind, als wir das vor der Saison waren. Gerade Eintracht hat jetzt ja schon einiges an Erfahrung mehr als wir, was so auch diese Do-or-Die-Spiele angeht. Oder weil wir halt einen schlechten Tag haben gegen Augsburg oder so, kann passieren. Aber ich glaube nicht, dass es daran liegen wird, dass wir unsere Mentalität verlieren. Und das ist mir das Wichtigste eigentlich an dieser Stelle. Ich glaube, es steht und fällt damit, wie gegen welchen Gegner trittst du jetzt an? Wie ist der gerade drauf? Das ist ja auch immer tagesformabhängig. Spielst du gegen Augsburger, die gerade gut drauf oder eher schlecht drauf sind? Das sind wahrscheinlich zwei komplett unterschiedliche Spiele. Und ja. Ich glaube, bei Augsburg ist ja eher das Problem, selbst wenn Augsburg schlecht drauf ist, wir schaffen es trotzdem zu verlieren. Leider ja. Das könnte sehr gut passieren. Ich würde es mir so wünschen, wenn wir sie halt wirklich in die zweite Liga schießen würden dieses Jahr. Ja. Und dann am letzten Spieltag noch Alex Werle hinterher. Oh. Wobei ich ja Stuttgart an sich gar nicht unsympathisch bin in dem Verein. Die haben auch eine gute tatsächlich, Arbeit. Also wäre tatsächlich so. Nee, ich hoffe ja in der Tat, dass wir nur noch gegen Mannschaften spielen, die dann schon entweder abgestiegen oder gerettet sind, damit die schon alle so bierselig da antanzen. Also Wolfsburg soll da bitte schon gerettet sein am vorletzten Spieltag. Stuttgart soll auch schon in eine oder andere Richtung die Entscheidung gefallen sein. Hauptsache, da geht's für die um nichts mehr. Das wäre mir ja eigentlich sogar lieber, als die da irgendwo hinzuschießen. Dazu ist mir Stuttgart auch zu egal, um da irgendwelche Ambitionen zu haben. Alex Werle da irgendwie. So, meine Güte. Ja, aber tatsächlich, der Abstiegskampf ist, glaube ich, aktuell auch genau so ein heißes Ding wie das Schneckenrennen da oben ja, also in Europa. Ich bin so froh, dass wir da dieses Jahr nichts mehr haben. Boah, ja. Das ist ja ein Hauen und Stechen. Die gewinnen ja auch alle Spiele. Das ist ja das Schlimme daran. Ne? Das ist ja nicht so, dass die irgendwie alles durchverlieren würden. Die gewinnen gefühlt alle immer zeitgleich. Ja, genau. Und jetzt, sagen wir mal, wenn wir hochrechnen, kann das sein, dass am Ende halt 36 Punkte oder so du haben musst, um drinnen zu bleiben. Und die hätten wir letztes Jahr schon mal nicht geholt. Oder haben wir sie vielleicht gerade ganz knapp geholt? Ich weiß gerade nicht. Ich glaube nicht, dass du 36 Punkte brauchst. Ja, guck mal, die haben jetzt in 26 Spielen 26 Punkte. Also sind es 34 am Ende Punkte. Das heißt, du brauchst 35, um drin zu bleiben. Ja. Ist ja nicht weit weg von 36 der eine Punkt. Dann, ja, aber ob Platz 16 und Platz 17 am Ende 34 oder 35 haben, sehe ich nicht. Oh, weiß ich nicht. Schwer zu sagen, weil ich auch nicht genau weiß, wer da noch gegeneinander spielt und so. Also am nächsten Spieltag spielt erstmal Bielefeld gegen Stuttgart. Genau, das wird auch mal so ein richtiges Ding. Eigentlich ist das ja, also jetzt als neutraler Fan, gar nicht mal so verkehrt, dass da noch bei jedem Spiel um was geht, ne? Dass du halt nicht nur so zwei Mannschaften hast, die auseinander ausmachen, sondern dass zum Beispiel selbst Wolfsburg noch nicht durch ist, wenn die jetzt gegen zwei von denen da unten mal verlieren. Mein gut, ich guck's trotzdem nicht, muss ich zugeben, die Bundesliga-Konferenz, aber ich kann mir zumindest vorstellen, in den letzten zwei, drei Spieltagen Konferenz, wenn der FC halt nicht spielt, also jetzt nicht in den Spieltagen, wo alle parallel spielen, sondern so am 32. Spieltag oder so, Konferenz nebenbei laufen zu lassen, während ich irgendwas anderes mache. Das ist ja schon mal mehr, als ich sonst mit Bundesliga so Kontakt habe. Ja, oh, das stimmt. Ohne FC-Beteiligung. Ja. Eine Hörerfrage hat uns noch per Instagram erreicht. Vom Mickey Said Bishop, der sagt zum Thema Baumgart, mittlerweile nervt in Anführungszeichen es ihn ein bisschen, dass er in den Interviews zu Spielen immer nur das Positive benennt und regelmäßig in Anführungszeichen genervt auf Kritik am Spiel oder Spieler reagiert. Ich verstehe, dass er sich immer vor die Mannschaft stellen will, aber mir ist die super Positive, ist ein Prozess, Fehler gehören dazu. Dieser Talk ist ihm ein bisschen zu viel. Wie seht ihr das? Ich kann mir vorstellen, nach den letzten paar PKs, dass vielleicht der Mediendirektor sich ihn mal zur Brust genommen hat und gesagt hat, okay, beschränk dich mal bitte wirklich nur auf Fußball. Nichts zum Angriffskrieg. Genau. Aber an sich, dafür verfolge ich zu wenig die PKs. Um da wirklich jetzt eine
krasse Meinung sagen, haben zu können. Ja. Also ich glaube, das eine ist halt das, was intern angesprochen wird. Und ich glaube, das andere ist, was man extern kommuniziert. Ich glaube sehr wohl, dass man Dinge intern anspricht in der Mannschaft. Ich persönlich glaube, dass Baumgart aber gerade versucht, diese Positivität, ist das ein richtiges Wort, Positivität, ja, sagt man ja, das? Okay, ja. Diese hast Positivität, kannst du ein neues Wort reinschreiben. Dankeschön, wird gemacht. Diese Positivität tatsächlich befeuert und damit diesen Zug weiterfahren lässt. Also, ne, dass man einfach sagt, okay, alles klar, wir ziehen jetzt hier an einem Strang und wir, dass du einfach mit diesem positiven Gefühl und dann auch natürlich mit den dementsprechenden Ergebnissen einfach versuchst, weiter nach vorne dich zu robben. Dass du das einfach als Momentum weiter nutzt. Und ganz ehrlich, da sind mir die blöden Interviews eigentlich auch schon völlig Wumpe. Das ist ja auch das, was ihr nach außen hin sagt, ne? Also ja, genau. Im Fernsehen musst du ja auch nochmal andere Narrative bedienen als jetzt intern. Ja. Plus, ich weiß gar nicht, ob ich dieser These überhaupt zustimme, weil ich habe ja gerade schon über diese Systemgeschichte geredet und da hat er ja selber ganz klar gesagt, er habe nicht die Mittel gefunden, um auf diese Umstellung von Marco Rose schnell genug reagieren zu können. Das ist ja auch keine Schönfärberei. Das ist ja schon ein Ansprechen von Kritikpunkten. Und dass der jetzt halt nicht irgendein Spieler da dem Fernsehen zum Fraß verwirft und sagt, ja, also beim Gegentor sieht aber der Timo Hübers nicht gut aus oder so. Das kann ich auch verstehen. Also das ist ja auch, man ist ja immer auch ein bisschen als Pädagoge gefragt als Trainer. Und ja, wie gesagt, ich würde so Interviews nach dem Spiel sowieso in keinster Weise irgendwie zu hoch hängen. Ja. Also sehen wir ein bisschen anders als du, Micky. Jetzt zumindest sehen wir das nicht so sonderbar kritisch. Also ja, das ist schon immer eine Spur sehr positiv, aber boah, finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Ja. Und dann fragt der KY Lennep, wisst ihr, wie Marc Uth mit zweitem Vornamen heißt? Hat er nämlich gerade nachgeguckt. Jeremy. Nee. Christian. Würde vielleicht auch passen. Alexander. Marc Alexander. Ach, ja, doch, stimmt. Doch, hab ich auch schon mal gesagt. Also passt nicht in unsere Liste der lustigen Zweitnamen, aber es sollte trotzdem jeder Vollständigkeit halber erwähnt werden. Der Vollständigkeit halber muss auch noch ein paar andere Dinge rund um den Verein erwähnt werden. Und zwar die anderen Mannschaften beim FC. Die U19 spielt erst wieder im April. Wir wissen alle gar nicht so genau, warum da gerade Pause ist, ob da irgendwelche Länderspiele sind oder Youth League oder sowas. Wer es weiß, möchte uns bitte das schreiben und mitteilen, warum dem so ist. Wird dann über Twitter kommuniziert, was da die Antwort ist. Die U21 hat leider verloren gegen den SV Rödinghausen mit 1:2. Trotz der Führung durch Petermann hat ein Profi namens Schaub mit 2 Toren das Spiel gedreht. Nicht verwandt oder verschwägert mit Louis Schaub, aber trotzdem mit diesem Nachnamen versehen. Man muss aber auch sagen, dass die halt ohne die ganzen Spieler auskommen mussten, die wir in der ersten Mannschaft da hochziehen mussten. Also da fehlten ja auch dann 6 oder 7 Spieler bei denen wiederum, die da sonst hätten eventuell spielen können. Also auch da kann man, glaube ich, diese Niederlage so ein bisschen einordnen. Die Frauen haben gewonnen, 3-1 in Jena. Jena führte 1-0, dann hat man aber 3 Tore in 13 Minuten durch 2-mal Amber Barrett und 1-mal Mandy Islacker. Eins davon war ein Elfmeter von Barrett, dafür gesorgt, dass die Frauen noch 3-1 gewinnen und damit so der, ich sag mal, dem Abstieg schon deutlich, deutlich entkommen sein dürften. Viele Spiele sind nicht mehr und die haben schon ordentlich Punktepolster. Also da müsste es mit dem Teufel zu gewinnen, aber was anbrennt. Vor allem, weil die auch noch ein Spiel gegen Werder Bremen haben, die hinter denen in der Tabelle sind. Also selbst wenn jetzt die letzten, die haben nur 3 Spiele und 2 davon sind knackig schwer. Das eine war gegen Turbine Potsdam. Das andere habe ich gerade leider. Oder 4? Ja. Spiele. 4, okay. Also unter anderem noch gegen Turbine. Das wird natürlich ein schweres Spiel. Sogar 5. Ich nehme alles zurück. Okay, 5, habe ich falsch geguckt, weiß ich auch nicht. Ich habe nur das Restprogramm geschaut, da standen nur 3 Spiele, aber vielleicht haben sie nur die nächsten 3 da eingepflegt. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, man hat noch Chancen, da alles klar zu machen, wenn man zum Beispiel das Spiel gegen Werder Bremen gewinnen würde.
Und was wir auch noch vergessen haben, letzte Folge zu erwähnen, muss noch nachgereicht werden. Gute Besserungswünsche an Eunice Beckmann. Jetzt hier leider, Beckmann, jetzt hier leider das gesamte Knie einmal zerschreddert. Da war ja alles kaputt, jedes Band im Knie einmal gerissen. Hat jetzt einen langen Weg der Genesung und der Reha vor sich. Kämpft auch um einen neuen Vertrag beim FC, ist aber auch gleichzeitig schon 30. Also nicht mehr so derjenige, wo man sagt, der geben wir nochmal einen langen Vertrag. Und da wird man jetzt sehen müssen, ob man eine verletzte Spielerin hat, vor die Tür setzt. Oder ob man sie dann wegen der Verletzung vielleicht auch noch mit ihr verlängert, damit sie da zumindest, gerade im Frauenfußball hängt ja auch so ein bisschen Wirtschaftlichkeit damit dran, weil die ja nicht ausgesorgt haben nach 2, 3 Saisons auf Profiniveau. Also insofern, glaube ich, wäre es schön, wenn der FC da vielleicht nochmal eine Verlängerung anstreben würde, gerade weil sie sich ja im Dienste des FCs halt auch so schwer verletzt hat. Ja, ne, alles Gute, Eunice, Comeback Stronger, sagt man ja, glaube ich, heutzutage. Und was wir auch vergessen haben, ist der Blick auf die Saisonwette beim letzten Mal. Da wurden wir schon gerügt für von diversen Hörerinnen und Hörern. Das müssen wir auf jeden Fall nachholen. Wir haben das nämlich jetzt schon 3-mal in Folge vergessen. Ich sag's ganz kurz. Am 23. Spieltag der Bundesliga haben wir 8 Euro verdient. Kilian Özcan, Thielmann haben gespielt, Tor Modest. Am 24. Spieltag war großer, großer Jackpot-Day. Da haben wir nämlich 53 Euro in den Pott geschmissen, denn Thielmann, Kilian und Özcan haben gespielt, das sind 3 Euro, und dann hat ein gewisser Steffen Baumgart Geld gesehen, das gibt 25 Euro von uns und nochmal 25 Euro vom Jörn, liebe Grüße Jörn, hast auch schon überwiesen, vielen Dank dafür, kommt alles in den Saisonspendentopf rein, also insofern ein guter Cashday, und am letzten Spieltag Kilian Özcan Thielmann plus Lemperle plus zu Null, das zu Null wird mal 2 gezählt, da kamen also 14 Euro rein. Und jetzt müssen wir mal zusammenschauen, was für den 26. Spieltag, der jetzt fällig wurde, gegen, das war der 27., ne? 27., ja. Haben wir 26 aber auch vergessen. Marco, was ist denn los mit uns? Das war gegen Leverkusen. Skandalös. Gegen Leverkusen zu null. Ja. Und wahrscheinlich auch null. Hier Kilian Özcan, Thielmann, Lemperle, ne? Ja. Ja, ich glaube, wir sind da bestimmt durcheinander gekommen, weil ich glaube, unsere Bulli 25 war Bulli 26 in Wahrheit. Weil davor haben wir nicht zu Null gespielt. Davor war doch Red Bull, ne? Ja. Ja. Da müssen wir nochmal recherchieren, da ist irgendwas durcheinander, da fehlen noch ein paar Euro dann. Sorry, reichen wir nach. Aber jetzt vorgestern. Was haben wir denn da? Da müssen noch einige U23-Spieler jetzt zu nennen sein. Kilian Özcan. Kilian Özcan. Thielmann. Ostrak. Olesen. Und das war's? Und 5. Das war's? Sonst keiner? Bei den ganzen Ausfällen? Nö. Okay. Zu Null haben wir nicht gespielt, leider. Tor Modest wartet jetzt auch schon seit 5 Spieltagen drauf. Klassenhalt der FC-Frauen noch nicht rechnerisch sicher, kommt also ganz später erst. Mhm. Benno Schmitz kann auch nicht in der Elf des Tages gewesen sein. Aber Tor Andersson, hier, Geld vom Dirk Carsten wird fällig. Ja. Für das Tor Andersson. Stimmt. Stimmt. Genau, Dirk Carsten, das ist der Professor. Ja, Professor. Winter. Genau. Also sind wir bei 30 Euro für den Spieltag. Danke, Sebastian Andersson. Danke. Der Kersten. So sieht's aus. Und dann können wir hier im Podcast auch noch sagen, wir kriegen noch eine Spende von unserem Hörer, dem Thomas, und seiner Schwester, der Nina. Die möchten pro FC-Tor 2 Euro spenden. Da sind wir jetzt schon bei 76 Euro. Das werden sie für die ganze Saison machen, also auch rückwirkend. Boah. 76 Tore haben wir schon erzielt? Nein, 76 Euro. 38 Tore mal 2 Euro. Ich dachte schon. Achso, okay. 76 Tore, das wäre ein bisschen arg viel. Ich war jetzt gerade verwirrt, es wäre ja schon Bayern-Dimension. Ja. Okay, geil. Ja, liebe Grüße an die beiden. Genau. Super. Ja, geil. Dann nimmt die Saisonwette ja richtig, richtig dicke Formen an hier. Da muss ich fast schon mal gucken, ob wir nicht so einen großen Scheck machen können, weißt du, dass wir so eine feierliche, genau, Übergabe in der Zentrale der Tafel in Köln, kommen wir beide dahin mit unseren trotzdem hier Schiebermützen. Und der goldenen Übermütze als Pokal und dann überreichen wir so einen überdimensional großen Scheck. Das können wir gerne machen. Wahrscheinlich größer ist als ich.
Pro Tor 2 Euro waren das, ne? Pro Tor 2 Euro, ja. Von Thomas und Nina? Thomas und Nina, ja. Ich mal eintragen. Also 38 mal 2. Ja, sehr schön. Gut, jetzt habe ich, glaube ich, alles, was auf meinem Sendungsdokument hier steht, noch nachgereicht, abgearbeitet. War jetzt auch eine XXL-Folge, aber das Schöne ist, dienstags bin ich ein bisschen entspannter als montags, deswegen konnten wir uns halt mal ein bisschen gehen lassen. Ja, habt ihr noch irgendwas? Müssen wir noch irgendwas unbedingt erwähnen? Wird noch irgendwas zu Unrecht hier vergessen? Wer auch wie der Javier Gast sein möchte, meldet sich bitte bei uns per Twitter, per Mail, also Mail an info@trotzdemhier.de. Per Twitter könnt ihr den Trotzdemhier-Kanal anschreiben oder mich selber, den @RuhrportTennis. Und dann leiten wir das in die richtigen Bahnen. Genau. Und wer sagt, ich möchte gerne was spenden, aber nicht für die Tafeln, sondern für den Trotzdemhier-Podcast direkt, der kann das auch tun. Der geht jetzt einfach auf www.trotzdemhier.de/spenden und findet dort zum Beispiel unseren PayPal-Link oder unseren Coffee-Link oder andere Mittel und Wege, uns zu unterstützen. Und da möchte ich uns vor allem mal bei Christoph S. bedanken. Der schickt uns jeden Spieltag immer so viel Euro, wie der FC Punkte geholt hat an dem Spieltag. Also jetzt am Wochenende 1 Euro für einen Punkt. Und er hat uns am vorletzten Spieltag auch nochmal 10 Euro extra obendrauf geschenkt, um zu sagen, dass wir damit den Schaden bezahlen können, den der Robert Hennis in der Bay Arena angerichtet hat. Also, ich habe keinen Dank. Schaden angerichtet. Yes, mir eilt ein Ruf voraus, der nicht gut ist. Ja, Eltern haften für ihre Kinder, weißt ja auch, ne? Also. Übrigens, ich habe irgendwie vorhin Facebook aufgehabt und ich glaube, dass das Kind, das wir vorhin als Mädchen betitelt haben, ist, glaube ich, ein Junge und heißt Luis. Echt? Mhm. Okay. Ja, da wird man manchmal überrascht, kenne ich aus meiner. Weil der FC hat wohl irgendein Video, wo man den Vater irgendwie interviewt. Ach so, er sagt dann, der Luis hat das und das geschrieben. Ja, Luis. Also ich habe das nur kurz einmal gesehen und dann weiter gescrollt. Aber Luis hört sich nach jungen Namen an. Also das ja. Trotzdem sehr stabil, Luis. Ja. Ja, also wird schon gut erzogen. Luis, guter Mann oder gute Frau, ich weiß es nicht. Egal. Gutes Kind. Gutes Kind. Nee, stimmt. Ich musste ihn ein bisschen ausbremsen, steht hier in dem Interview. Ja, er ist generell ein emotionaler Mensch. Also, sorry, kein Mädel, tut mir leid. Haben wir uns von den langen Haaren dummerweise so ein bisschen blenden lassen. Sorry. Ist mir leider auch letzte Vertretungsstunde passiert. In einer mir unbekannten 5. Klasse, dass ich da eine junge Dame nach vorne gebeten habe, die sich als junger Mann rausgestellt hat mit langen Haaren. Naja, unangenehm, aber leider gehört das mit dazu zum Lehrerleben. Und das sind die kleineren Sorgen des Lehrerdaseins. Naja, also Luis, bleib stabil. Und wie gesagt, bisher hat sich in den Podcast eingeladen, du und dein Papa, wenn ihr das hier hören solltet, könnt ihr gerne hinkommen und hier Gast sein. Sieht aus. Jo, dann haben wir es doch endlich geschafft. Die sympathischen Stimmen, die ihr gehört habt, waren einmal der @colonia95. Folgt ihm gerne auf Twitter. Vielen Dank, dass du da warst, Javier. Danke für die Einladung. Immer gerne. Hat sehr Spaß gemacht. Genau. Und die andere Stimme aus der Kartei Gewalttäter Sport, das war der @Ruhrpott_Hennis, der Marco. Vielen Dank, dass du wie immer dabei gewesen bist. Ebenfalls immer gerne. Und meine sonore Bassstimme gehört dem Twitter-Account @KYLennep. Folgt mir auch gerne, weil ich glaube, ich habe zurzeit weniger Follower als der Ruhrpott-Hennis. Das kann überhaupt nicht sein. Vollkommen das kann überhaupt nicht sein. Ist das so? Weiß ich nicht. Ja. Immer war es nicht. Ob es noch so ist, weiß ich nicht. Das darf sich nicht ändern. Ja, ich bleibe trotzdem hier, genau wie dieser Podcast. Und in dem Sinne, bleibt uns gewogen. Wir hören uns wieder nach dem Spiel gegen Union Berlin. Wir sind raus. Macht es gut. Tschüss. Ciao. Ciao.